von Martin Holzling und mir. Wir möchten gerne mit euch und mit Ihnen heute mit sehr kompetenten Gästen über das Thema eines möglichen EU-Beitritts der Ukraine sprechen und welche Folgen das für den EU-Agrarmarkt hätte und für die Neuausrichtung der EU-Agrarpolitik im besseren Fall und natürlich auch über den Weg dahin, über die Situation, wo stehen wir derzeit nach dem Beginn der Invasion, der russischen Invasion in die Ukraine, hat sich sehr viel getan. Auch bei der Frage, wie eigentlich der sehr wettbewerbsfähige Agrarsektor in der Ukraine ja, betroffen ist und was das für die Menschen im Agrarsektor bedeutet. Und darüber möchten wir heute Abend sprechen mit drei sehr kompetenten Gästen und Panelisten. Also natürlich erstmal wird eine kurze inhaltliche Einführung hier aus Brüssel und aus dem Agrarausschuss hier im Europäischen Parlament mein Kollege Martin Häusling geben. Dann fahren wir fort mit der Sonderbeauftragten für Ernährungssicherheit des ukrainischen Außenministeriums, nicht Agrarministeriums, genau, das ist sehr wichtig, also eher eine diplomatische Funktion, die aber sehr kompetent ist, mit Dr. Olga Turofimtseva. Sie ist vielen bekannt, weil sie eben auch im deutschen Kontext schon oft unterwegs war und auch auf Seiten des ukrainischen Agrarministeriums natürlich schon sehr kompetent auch bei vielen anderen Verträgen mitgearbeitet hat. Dann ist auch zugeschaltet und auch vielen in dieser Runde bekannt Dr. Bettina Rutloff. Sie ist von der Stiftung Wissenschaft und Politik heute mit dabei und wird natürlich so ein bisschen die globale Perspektive mit aufreißen. Was würde das bedeuten und wo sind wir eigentlich handelsmäßig bislang? Was bedeutet das für die bilateralen Beziehungen, aber was bedeutet eben der Agrarmarkt auch für die globale Getreidesituation und vieles andere mehr. Dann ist ebenfalls mit dabei heute Abend Professor Dr. Sebastian Lackner von der Universität Rostock, der sich ein bisschen mehr auf die Folgen für die Reform in dem europäischen Kontext widmen wird. Also ist überhaupt die europäische Agrarpolitik fit für eine Aufnahme der Ukraine oder wie müsste man sie gestalten, damit sie fit wird? All diese Fragen möchten wir behandeln, eben besonders auch vor dem Kontext der aktuellen Entwicklung. Davon werden uns Olga, Martin, Bettina und Sebastian gleich im Einzelnen mehr erzählen. Es hat sich ja in den letzten Wochen sehr viel getan. Die polnischen Landwirte haben kurzfristig mal beschlossen, ihre Grenzen zu schließen. Russland berichtet eigentlich jeden Tag, dass sie den Grain Deal aufkündigen wollen. Olga hat eben kurz im Vorgespräch berichtet, dass die türkische Regierung jetzt anfängt, Importzölle zu erheben und, und. Also jeder geht am besten noch heute seinen und ihren nationalen Interessen da. Und eigentlich die ursprüngliche Idee der Ukraine zu helfen, dem ukrainischen Agrarsektor zu helfen, den ukrainischen Landwirten zu helfen, geht teilweise ein bisschen verloren. Und das wollen wir, wenn es uns gelingt, heute Abend etwas sortieren, aufbereiten und auch gerne natürlich mit euch und mit Ihnen im Gespräch dann weiter verfolgen. In diesem Sinne gebe ich jetzt Martin Häusling zunächst mal für die inhaltliche Einführung das Wort und dann machen wir hier eine kurze Runde und anschließend vielleicht noch eine zweite, aber sonst nehmen wir auch gerne, und das ist wichtig, nicht im Chat, aber im Frage-Antwort-Tool eure und ihre Fragen entgegen. Wir können natürlich auch, wenn es unbedingt sein muss, eine mündliche Frage zulassen. Ich glaube, es ist aber besser, wenn wir das schriftlich machen. Wir werden die Fragen, wenn ihr die gerankt habt, sofern es nicht zu viele sind, auch alle beantworten im Laufe der nächsten anderthalb Stunden. Wir haben uns im Grunde das Ziel von 90 Minuten gesetzt. Wenn es mehr Fragebedarf gibt, dann haben wir sicherlich auch noch ein paar Minuten Zeit. Also in diesem Sinne freue ich mich sehr auf unsere Diskussion. Und Martin, du fängst an. Ja, schönen guten Abend von meiner Seite. Ich komme gerade aus dem Agrarausschuss. Wir hatten sehr lebhafte Debatten die letzten zwei Tage und gestartet ist das gestern auch mit einer Aussprache mit dem stellvertretenden ukrainischen Agrarminister. Den Namen fällt mir nicht so richtig schwer, einfach den zu sprechen. Dimakratschki, aber okay. Markian Dmitrasewicz, ja, es ist ziemlich schwierig, okay. Kann ich mir vorstellen. Ja, aber jedenfalls, es ist klar geworden, die Situation, die wir im Moment haben, also aktueller könnte unsere Diskussion heute Abend nicht sein, weil zunehmend die Schwierigkeiten da sind, die vielleicht einige erwartet haben, aber die jetzt
tatsächlich dazu führen, dass die Solidarität der Europäischen Union ein wenig bröckelt, um es mal ganz vorsichtig zu sagen, nachdem die Nachbarländer die Grenzen quasi dicht gemacht haben für ukrainisches Getreide und jetzt, wie wir eben gehört haben, andere Sonderzölle einführen, kommt tatsächlich unsere so offen bekundete Solidarität Risse. Denn es ist klar, die Ukraine ist abhängig davon, dass das Getreide, was erzeugt wird, und das sind ja schon in großen Flächen, wird ja gar nicht mehr im Moment Getreide angebaut, weil die besetzt sind oder vermint sind. Es sind auch gestern gesagt worden, sind 120 Bauern schon umgekommen durch Minen oder beim Versuch, Minen zu räumen. Also es ist nicht so, dass da jetzt links ist normale landwirtschaftliche Arbeit und rechts wird Krieg geführt. So ist das nicht. Und eigentlich ist die Ukraine wahnsinnig abhängig davon, dass weiter exportiert werden kann. Wir haben ja in der Europäischen Union die Zölle abgeschafft, um den Export zu erleichtern. Wir haben aber auch mit den Solidarity Lanes versprochen, dass, Entschuldigung, dass der Export nicht nur in die Nachbarländer geht, sondern eigentlich nach ganz Europa gehen soll. Und was natürlich auch wichtig ist, die Lieferung von Getreide in den globalen Süden ein ganz wichtiges Element ist. Und da gibt es ja auch dadurch, dass permanent gedroht wird, die Verträge zu kündigen über den Export über das Schwarze Meer, auch immer große Unsicherheiten. Was in der Diskussion gestern klar und deutlich geworden ist, man hat es versäumt, sozusagen die Transportkapazitäten zu schaffen, also dass man Getreide auf die Bahn verlagern kann. Es fehlt da an Umladestationen. Insofern wird fast alles über den LKW transportiert. Es fehlt auch an Möglichkeit, in europäischen Häfen das Getreide zu exportieren. Und ich kann auch die Situation der Bauern sozusagen in den anliegenden Ländern verstehen, die jetzt vor einem Problem stehen. Die Europäische Union hat jetzt Hilfe versprochen, wie und wann die dann zu den Landwirten in Rumänien, Polen und auch Bulgarien kommt, ist eine Frage, die noch nicht geklärt ist. Aber jedenfalls bemüht sich die Europäische Union da um Lösungen. Das sind unsere aktuellen Probleme, die wir haben. Aber wir sehen auch, und darüber müssen wir halt auch offen reden, dazu dient es heute Abend ja auch, die Ukraine hat den Kandidatenstatus seit 23. Juni 2022. Alle reden hier in der Europäischen Union davon, dass wir die Ukraine aufnehmen wollen. Das wird nicht in den nächsten 2 Jahren passieren, das ist klar. Aber da kommen natürlich, wenn man die mal nüchtern betrachtet, natürlich ein Player im Agrarmarkt auf die Europäische Union oder in die Europäische Union, der sich in wesentlichen Teilen unterscheidet von einer Landwirtschaft, wie wir sie hier vor allem in Westeuropa haben. Wenn wir die Agrargelder weiter so verteilen würden, wie wir es im Moment verteilen, dann ginge das schlicht und ergreifend nicht. Darüber müssen wir reden. Eigentlich könnte man und müsste man jetzt bei der nächsten GAP schon drüber reden, wie gestalten wir das eigentlich. Und eine Forderung, die wir als Grüne ja immer haben, ist weg von den Flächenprämien. Und ich glaube, das wird dann erst richtig deutlich, dass wir so nicht weitermachen können, wie wir es im Moment machen. Ich will mich nicht weiter mit langen Vorreden aufhalten, aber was mich wirklich mit Sorge umtreibt, und das habe ich gestern auch in der Aussprache sehr deutlich gesagt, dass nur einer sich darüber freuen kann, wenn wir uns mit der Ukraine streiten über diese Einfuhren, das ist Putin. Und wir sollten Herrn Putin keine Gelegenheit geben, dass ein Keil zwischen der Europäischen Union und der Ukraine stellen kann. Wir müssen uns ganz schnell darüber einig werden, wie wir damit umgehen, wie wir auch den Export weiter ermöglichen. Sonst profitieren ganz andere. Das kann nicht in unserem Interesse sein, schon gar nicht im Interesse der Ukraine. Deshalb hoffe ich, dass diese Krise schnell gemeistert wird und dass wir auch eine langfristige Perspektive aufbauen können. Ein Satz noch, das werden vielleicht unsere anderen Referenten sagen. Die Systeme sind ja nicht nur unterschiedlich, weil sie in der Größenordnung unterschiedlich sind, sondern es muss ja auch in der Ukraine dann Anpassungen geben, die sich sozusagen dann auch beziehen auf die Rechtsetzung der Europäischen Union. Auch das wird nicht ganz einfach sein. Aber all das, denke ich, lässt sich lösen, wenn alle guten Willens sind. Und an diesen guten Willen müssen wir appellieren. Wir dürfen nicht jetzt schon die Bedenken so groß hinstellen und sagen, da kommt was auf uns zu, was wir nicht bewältigen können.
wir haben die Integration der osteuropäischen Länder auch geschafft, haben auch allerdings gesagt, das funktioniert nicht. Deshalb bin ich doch immer noch ganz optimistisch. Vielen Dank und Viola macht die Moderation jetzt. Genau, super. Das war ein guter Einstand. Ich glaube, du hast auch alle wichtigen Punkte, die wir heute Abend hoffentlich weiter vertiefen werden, schon mal angerissen. Ich denke, damit können wir sehr gut weiterarbeiten. Jetzt liegt es ein bisschen an Olga, den Ball aufzunehmen und uns etwas zu berichten. Wie sieht es eigentlich aus? Wie arbeiten derzeit die Landwirte in der Ukraine? Aber wie wichtig ist eben auch die Exportsituation und die Möglichkeit zu exportieren? Und was sollte aus Ihrer Sicht die EU mehr machen, außer den Solidaritätslanes, Ausfuhrmöglichkeiten? Martin hat gesagt, es gibt mangelnde Exportkapazitäten. Wissen Sie, ob daran gearbeitet wird oder inwiefern können wir da noch unterstützend einwirken bei der Schaffung von Infrastruktur jetzt außerhalb der Ukraine und vieles andere mehr? Auf die Anpassung gehen wir jetzt vielleicht noch nicht im Einzelnen ein, das machen wir dann in der zweiten Runde. Olga, bitteschön, Sie haben das Wort. Was macht eine Sonderbeauftragte für Ernährungssicherheit in der Ukraine? Ja, danke. Danke, Frau von Kammern, danke, Herr Häusling, für diese Einführung und danke natürlich für die Organisation dieses Webinars. Das Thema, finde ich, ist sehr aktuell. Und was macht die Sonderbeauftragte? Auf Ukrainisch heißt das eher so Ambassador für oder Beauftragte für besondere irgendwelche Aufgaben des Ministers. Daher also bin ich wirklich also mit verschiedenen kleinen Aufgaben von Herrn Kuleba beschäftigt im Bereich Agrarwirtschaft und Ernährungssicherheit, vor allem in der Europäischen Union, aber auch natürlich in anderen Regionen. Und was die ukrainische Agrarwirtschaft angeht, also damit ich auch nicht viel Zeit jetzt am Anfang nehme und wir dann mehr auch Möglichkeiten für Diskussion haben, werde ich jetzt nur so drei Hauptthesen vielleicht erläutern, die mir wichtig sind, also was die ukrainische Agrarwirtschaft im Ernährungswirtschaft im Moment angeht. Also erstens natürlich, das wurde schon erwähnt und das denke ich also auf jemand weiß, also der die Nachrichten liest oder die Situation in der Ukraine verfolgt, also seit 24.02. Letztes Jahres befinden sich alle Agrarwirte, alle Bauern in der Ukraine in sozusagen in einem Überlebensmodus, wie ich das nenne, nichts anderes. Und die Situation natürlich verschlechtert sich, also muss ich schon auch zugeben, weil je länger der Krieg dauert, und das ist kein Wunder natürlich, also desto mehr Schaden dieser Krieg nicht nur im Agrarwirtschaft, aber allgemein in Wirtschaft anrichtet. Und zwar hat sich ukrainische Agrarwirtschaft als sehr resilient und so wie man jetzt so sehr oft auch sagt, also agil gezeigt. Und trotz aller dieser Herausforderungen und Schwierigkeiten arbeiten ukrainische Agrarwirte weiter, wie man sieht, trotz geminnten Felder, trotz dieser Schwierigkeiten mit Exporte von Anfang an. Ihr erinnert euch vielleicht, dass in den ersten Monaten des Krieges, also diesen großen Krieges, wie wir es in der Ukraine nennen, waren überhaupt also die Exportmöglichkeiten absolut also zu, ja, für die Ukraine. Die Hafen waren total geblockt von Russen und der Schwarzmeer, also Schwarzmeer war gemint und ja, wir hatten keine Möglichkeit noch durch die EU, wie jetzt zum Beispiel oder wie vor ein paar Monaten, sagen wir so, was durchzubringen. Das war schon ziemlich dramatisch. Was die Verluste des Sektors angeht, jetzt wird eingeschätzt von Kiew School of Economics, von dem Wissenschaftlerteam in der Ukraine, dass direkte und indirekte Verluste im Agrar- und Ernährungswirtschaft schon 40 Milliarden Dollar übersteigen. Das heißt also, mehr als 6,6 Milliarden Euro sind direkte Schaden, die durch, keine Ahnung, also die Silos, zerstörte Silos oder Maschinerie, also Agrar-Equipment, also das Ganze, was passiert direkt im Felder, im Felden oder im Agrarunternehmen, ja. Und natürlich dazu kommen noch indirekte Schaden oder indirekte Verluste durch diese
ja, also weniger Möglichkeiten oder verlorene Möglichkeiten zu produzieren, zu handeln, zu verkaufen, zu exportieren vor allem, ja, natürlich, weil ich denke, dass in diesem Runde, muss ich nicht sagen, aber die ukrainische Agrarwirtschaft ist wirklich sehr, sehr exportorientiert ist. Sie brachte, also dieser Sektor brachte vor dem Krieg mehr als 44% der Exporteinnahmen für die Ukraine. Jetzt im Kriegszeiten, in die Kriegszeiten ist es sogar mehr, muss ich sagen, weil natürlich ist es eine der Sektoren, der überhaupt so jetzt überlebte, die ganze Situation. Und das ist die, vielleicht jetzt eine der wenigsten Sektoren, die was produziert und wieder also exportiert. Genau deshalb sind für uns diese Exportwege, alle Exportwege, aber natürlich vor allem Hafen- und Seewege sehr, sehr wichtig. Zum Zweiten will ich natürlich sagen, dass viele Herausforderungen noch vor dem Krieg da waren. Und wir waren sehr, sehr, also ich war im ukrainischen Agrarministerium als stellvertretende Ministerin für europäische Integration 3 Jahre tätig. Und deshalb natürlich kenne ich alle sozusagen Angelegenheiten, an denen wir gearbeitet haben vor dem Krieg. Und das waren auch übrigens Klimaanpassung, das waren auch also Arbeitskräftemangel zum Beispiel, was jetzt noch verschärfter man fühlt in der ukrainischen Wirtschaft, klar. Wir hatten unter anderem natürlich europäische Perspektive auch, ja, aber noch nicht als ein Kandidat für die EU-Beitritt. Und wenn ich jetzt also zu meinem dritten Punkt komme, und zwar also diese europäische Perspektive, dann kann ich sagen, dass wir die Situation jetzt aus zwei Hinsichten angucken sollen. Erstens, also natürlich gibt es also diese kurzzeitige Herausforderungen, Probleme, die wir jetzt gleich lösen müssen. Und zwar so Stichwort natürlich jetzt, ja, sage ich so, nicht nur Polen, sondern wirklich also diese Nachbarländer, osteuropäische Länder, die Mitglieder der EU sind und die jetzt ja für die Ukraine sehr schmerzhafte, muss ich zugeben, Einschränkungen eingeführt haben. Zwar sind jetzt Transite durch diese Länder erlaubt, aber sie sind mit vielen Einschränkungen verbunden trotzdem. Und das macht alles sowieso teure Logistik für die ukrainische Agrarwirte, für die ukrainische Agrarexporteure noch teurer. Und deshalb wird die ukrainische Produktion eventuell nicht alle Produkte, aber viele vielleicht werden nicht besonders wettbewerbsfähig sein auf dem Weltmärkten. Und wenn wir über die kurzzeitige irgendwelche jetzt Entscheidungen sprechen, was jetzt gemacht sein kann, also innerhalb der Europäischen Kommission, innerhalb der EU, wie sollen wir weiter jetzt vorgehen? Wir müssen immer, meiner Meinung nach, diese europäische Perspektive oder Ukraine-Beitritt in die EU im Kopf halten. Weil, also ich weiß nicht Ihre Meinung, aber ich denke, dass 2030 kann im Prinzip mehr oder weniger realistischer Jahr sein dafür. Und wenn wir darüber sprechen, wir müssen schon bereits jetzt darüber uns Gedanken machen, und zwar sehr konkret, wie Herr Häusling richtig gesagt hatte, also wie genau europäische Agrarpolitik, Common Agricultural Policy, im Falle der ukrainischen Beitritts aussehen wird, weil die Ukraine sehr groß ist. Ich muss sagen, dass ich finde, dass wir hier in diesem Fall müssen Ukraine als Bereicherung für die Europäische Union ansehen. Und zwar stellt euch nur vor, wenn die Ukraine Teil der Europäischen Union sein wird, Europäische Union wird dann weltweit ein Agrarpowerhouse. Ohne Konkurrenz sozusagen. Ja, also wenn die Ukraine da ist, also da können wir wirklich also zusammen viel machen. Aber wie diese Stärke die Ukraine nutzen können, wie die Ukraine wirklich in den besseren Form in die EU reinkommt, das ist eine große Frage. Da muss wirklich um die Strukturänderung bei der Produktion der Agrarwirtschaft gehen. Da muss wirklich also viel um Human Capital gehen,
wie gesagt, also Klimaanpassung auf jeden Fall. Wir merken das in der Ukraine auch und viele andere Sachen von der Technologie bis zu irgendwelchen Kleinigkeiten, die auch also in der europäischen Agrarwirtschaft eine große Rolle spielen. Daher freue ich mich sehr, ehrlich gesagt, um heutige Diskussion und ich hoffe, dass die Beiträge, die wir jetzt also auch sehen und hören werden, werden uns ein bisschen sozusagen damit helfen, dass wir diese inhaltliche Diskussion bereits jetzt anfangen werden. Also weil es fällt mir, muss ich schon zugeben, also es fällt mir in die Ukraine auch und hier in den Europäischen Union Ländern, also und sogar und zwar solchen Ländern wie Deutschland, ja, also die eine der wichtigsten sozusagen Mitglieder der EU ist, also da müssen wir wirklich schon darüber sehr, sehr konkret nachdenken und diskutieren. Danke. Wunderbar, vielen Dank, liebe Olga. Jetzt zu der Relevanz der Ukraine auf dem Weltmarkt. Warum haben wir eigentlich gemeinsam ein Interesse daran, dass es der ukrainischen Landwirtschaft gut geht, dass es dem ukrainischen Getreidemarkt gut geht? Warum hat es in kurzer Zeit zu so einer Zuspitzung auf dem Getreidesektor global geführt? Bettina, vielleicht kannst du uns ein paar Antworten liefern. Welche Rolle spielt eigentlich die Ukraine global gesehen? Und warum betrifft uns das am Ende alle, wenn die nicht weiter exportieren können, wenn sie nicht produzieren können, wenn sie nicht aussehen können und wenn diese ganzen Folgeschäden, die sich jetzt andeuten, sich durch die nächsten Saison ziehen oder durch die nächsten Jahre ziehen. Bitte schön. Ja, gerne. Zunächst vielen Dank auch an dich, Viola, und Sie, Herrn Häusling, für diese Veranstaltung und dass ich dazu beitragen kann. Ich freue mich sehr, insbesondere auch mit Ihnen, Olga, wenn ich Ihren Vornamen einfach mal nennen darf. Sie dürfen auch gerne Bettina sagen. Ja, kein Problem überhaupt. Über, ja, auch eben dieses wichtige lokale Wissen gewissermaßen auszutauschen. Ich öffne gerade mal meine Folien. Die Idee war, dass ich, also klar ist, die Ukraine Olga hatte es erwähnt, ein großer Akteur auf den Agrarmärkten, vor allem bei Getreideprodukten. Es wird oft auch durcheinander gebracht, beziehungsweise zusammengeworfen, Getreide als große Komponente. Man muss das ein bisschen unterscheiden. Da ist Mais zum Beispiel als große Komponente drin, was wir in der EU vor allem als Futter nutzen, aber auch Weizen und dann natürlich Ölsaaten, auch da spezielle Produkte. Ich wollte jetzt nicht das, was wir letztes Jahr viel diskutiert haben, der Wegfall der ukrainischen Lieferungen für die Weltmärkte, wollte ich jetzt nicht mehr mich so drauf fokussieren, sondern konkreter anfangen, was wir gerade in der Debatte sehen. Das hat natürlich damit zu tun immer, dass die Ukraine so ein großer Akteur ist, wollte aber genau damit anfangen, was wir gerade auch politisch in der EU diskutieren. Wenn wir von den Solidaritätskorridoren sprechen, ist ja damit genau gemeint, Exporte aus der Ukraine zu unterstützen, die es eben gibt seit letztem Jahr und die auch eine wichtige Alternative darstellt gegenüber dem immer wieder, wir wissen es, fragilen Schwarzmeer-Getreideabkommen. Russland droht ja gerade wieder. Und das war eigentlich von Anfang an der Fall. Es ist ja auch immer befristet nur, erst 6 Monate verlängert, dann jetzt nur 3 Monate, jetzt Mitte Mai steht es wieder an. Also eine Alternative zu bieten. Und die Alternative funktioniert im Status im Moment so, dass tatsächlich fast die Hälfte aller ukrainischen Exporte über diese Solidaritätskorridore läuft. Der größere Teil, 55%, über die Schwarzmeerpassage, die ist auch günstiger, also von den Transportkosten, wenn sie denn funktioniert. Da sind ja auch immer wieder Verzögerungen zu beobachten. Dennoch erscheint mir wichtig, nochmal zu betonen, vom Prinzip lief die tatsächlich gut, was die Mengen angeht. Also etwa 2 Millionen Tonnen monatlich am Ende aus Getreidesicht, ne, was rausging. Der zweite wichtige Punkt vielleicht aus Sicht der EU, dass die EU im Moment ohnehin nicht nur aus der Ukraine, sondern generell mehr Getreide und Weizen importiert. Es war ein schlechtes Produktionsjahr letztes Jahr in der EU selber. Das heißt, sie importiert viel mehr, also deutlich mehr. Das sieht man hier, diese grüne kleine Linie auf der Folie von 2021, 2022 bis jetzt.
Sie exportiert aber auch mehr. Es ist nicht der Fall, dass gar kein Beitrag zu Getreideexporten stattfindet aus der EU. Das passiert, wird ja in der Debatte auch oft genannt. Ne? Wo landet denn dann Getreide? Sie exportiert auch. Jetzt noch mal kurz auch ein paar Zahlen im Vergleich jetzt nur mal Weizen genommen. Woher kommen denn diese steigenden Exporte in die EU? Aus EU-Sicht Importe, woher kommen die? Da sieht man tatsächlich im Vergleich, linke Tabelle, erste Spalte ist der Fünfjahresdurchschnitt der vorherigen 5 Jahre und letzte Spalte ist, was jetzt im letzten Jahr, Juli bis Dezember, neu importiert wurde. Und man sieht tatsächlich einen großen Anstieg aus der Ukraine, allerdings auch aus Kanada. Das ist das, was ich eben gesagt habe. Ne? Es wird sowieso mehr importiert, aber man sieht einen deutlichen Anstieg aus der Ukraine. In der zweiten Rechtstabelle ist dargestellt, wohin geht das vor allem in der EU, also welche Länder haben einen starken Importanstieg. Da nur mal eingekreist als Beispiel tatsächlich Polen mit einem Anstieg von, ich habe meine Brille an und kann es trotzdem schlecht lesen, ich hoffe, Sie können es lesen, aber eben über einen großen Anstieg prozentual stattfindet nach Polen, Ungarn noch mehr, da sind das sagenhafte 85.000%, allerdings auf einem kleinen Niveau, das muss man auch sagen, im Vergleich zu vorher, im 5-Jahres-Durchschnitt war das aus Gründen, die ich jetzt nicht genau nachvollziehen kann, eben null nach Ungarn und es ist jetzt überhaupt etwas nach Ungarn. Spanien allerdings auch ein hoher Anteil, ne, der nach Spanien importiert wird. Also man sieht tatsächlich steigende Importe. Die Zahlen sagen noch nichts über Transit aus. Die sagen gewissermaßen nur die Erfassung aus, was erstmal in diese Länder kommt. Also man kann das tatsächlich sehen, was viele osteuropäische Länder gerade sagen. Es kommt mehr Import rein. Das war ja auch tatsächlich das, was man wollte durch die Solidaritätskorridore. So weit, so gut. Was man aber gleichzeitig ergänzen muss, es wird auch viel exportiert, auch aus diesen europäischen Staaten. Hier nochmal eingekreist, Polen und Bulgarien nochmal als Beispiel, wiederum in diesem Vergleich mit dem 5-Jahres-Durchschnitt davor. Aus Polen ein Anstieg 55%, aus Bulgarien 62%. Frankreich exportiert auch mehr. Das sind jetzt sozusagen, um das ein bisschen zu relativieren, dass die Länder, die sagen, und das zeigen die Zahlen auch, dass mehr Weizen in ihre Länder kommt, gleichzeitig aber auch mehr exportieren. Was wird nun in der EU da gerade diskutiert und wieso und wie sollte man es entspannen? Sollte man es überhaupt entspannen? Das ist eben gerade die Frage. Die Osteuropäer drücken das stark aus, dass das ein großer Wettbewerbsdruck ist, dass Preise auch sinken. Ich habe mit Sebastian vorher mal so ein bisschen diskutiert und wir haben versucht, so ein bisschen rauszufinden. Das ist nicht ganz einfach, tatsächlich lokale Preise zu finden. Und man findet auch Länder, wo die Preise noch niedriger sind gerade, weil, wie gesagt, ohnehin, also in der EU, ne, weil sowieso viel importiert wird. Also ob es tatsächlich so ein großer Preisdruck ist, müsste man sich sehr genau anschauen. Wenn es den gibt, ist die Frage, wie geht man damit politisch um? Eine, auch im Agrarrat heute wohl diskutierte Frage ist, ob ein Teil der Solidaritätskorridore, der nicht nur physisch gemeint ist, also dass Gleise so passen, dass man schnell transportieren kann, sondern auch handelspolitisch, dass die bestehenden Handelsschranken abgebaut werden, steht gerade die Frage an, ob das verlängert wird. Und die osteuropäischen Länder sind da eben sehr skeptisch und fordern einen automatischen Schutzmechanismus, der im Übrigen vorgesehen ist in dieser Handelsliberalisierung. Das machen Handelsvereinbarungen eigentlich immer. Die haben immer eine Art Safeguard. Wenn irgendetwas ganz stark ansteigt, kann man es prüfen, ob nicht doch Zölle eingesetzt werden können. Also prinzipiell ist das möglich. Es ist aber aus wirtschaftlicher Sicht und letztlich auch aus politischer Sicht riskant, dann machst du eben das Gegenteil von dem, was du mal anvisiert hast, nämlich du beschränkst den Handel, das heißt, die Mengen bleiben in der Ukraine, das heißt, wir haben einen großen Preisdruck in der Ukraine, wir haben die Mengen nicht auf dem Weltmarkt zur Verfügung. Das Ganze, was wir letztes Jahr schon hatten, das Risiko, dass wir dann da steigende Preise haben und die Versorgungs- und Hungersituation anbefeuern und in der Ukraine sinken die Preise eben und der Anreiz sozusagen für die nächste Aussaat, sodass man perspektivisch dann auch wieder ein Ernteproblem gewissermaßen
damit produziert. Also das ist, ist riskant, auch aus Sicht, was man eigentlich europäisch will, eben die Ukraine unterstützen, aber auch die Weltmarkteffekte. Man kann natürlich die Logistik und die Transport weiter unterstützen, das passiert auch. Was auch passiert ist, es gibt Kompensationszahlungen aus der sogenannten Krisenreserve der EU, wurde jetzt ja schon, also letztes Jahr gab es das auch schon mal als Ausgleich wegen steigender Düngemittelpreise. Jetzt wegen Wettbewerbsdruck in zwei Tranchen für unterschiedliche Länder in Osteuropa, aber auch da ist es sensibel auszubalancieren, dass man eben vermeidet so einen Automatismus und auch einen Wettlauf. Vielleicht ist nochmal entscheidend das, was ich weiß nicht, wer in der Anmoderation am Anfang gesagt hat, eine Kommunikation, also sich daran erinnern, was war eigentlich mal das ursprüngliche Ziel dieser Korridore? Was ist eigentlich die Motivation, Unterstützung der Ukraine, gleichzeitig auch Weltmarktentspannung schaffen, damit auch ein politisches Signal an Russland, dass wir das übernehmen beziehungsweise darauf reagieren und nicht sozusagen Russland die Rolle des, ja, des Auflösers für Hungerprobleme überlassen. Und vielleicht auch mal Kommunikation im Sinne von, ich habe zwar gesagt, klar, sinkende Preise sind Anreizsenkung im Falle Ukraine für die Produzenten, aber im Prinzip ist ein sinkender Preis ja auch nicht per se immer nur schlecht für jeden Akteur. Wir reden in der EU viel von Inflation, von Nahrungsmittelpreisen. Also für die Verbrauchsseite, für die Endverbraucher, die Konsumenten, aber auch für die Verbraucher im Sinne Mühlen oder Tierhalter ist ein sinkender Preis auch ein ökonomischer Vorteil. Und letztlich ist Kommunikation, kann auch Marktinformation sein, um Preiserwartungen gut darauf reagieren zu können. Vielleicht sollte man da auch nochmal stärker Engagement reinsetzen, damit man genau zu den hohen Preisen auch verkauft und nicht zu lange wartet. Ich versuche mal abzukürzen, damit wir genug Zeit noch haben. Also die Frage eines Beitritts, nur um es kurz zu machen, würde, was diese Handelsregelungen angeht, wie sie eben ja schon im Solidaritätskorridor quasi abgebaut werden. Das ist ja ein bisschen das, was perspektivisch jetzt auch die Sorge von Osteuropäern ist. Dann gibt es gar keinen Handelsschutz mehr. Und dann haben wir immer diese Situation mit diesen hohen Wettbewerbsmengen. Dazu muss man sagen, dass es gibt so viel Handelsbeschränkungen ohnehin nicht mehr in dem sogenannten EU-Ukraine, das ist diese schreckliche Abkürzung da oben, Deep and Comprehensive Free Trade Agreement, DCFTA. Das sind ein paar Zollquoten auf EU-Seite, etwa bei Weizen und Gerste, im Übrigen auch auf ukrainischer Seite, bei Milch und Zucker zum Beispiel. Die Ukraine hat auch öfter Ausfuhrzölle genutzt. Das heißt, das ist da drin und würde ja dann entfallen. Und bereits vor dem Krieg und bereits vor den Solidaritätskorridoren, wo man die jetzt aus EU-Sicht abschafft, um den Handel zu stärken, hat die Ukraine ohnehin immer schon stark jenseits dieser Zollquoten eingeführt. Das heißt, so stark war der Schutz ohnehin nicht. Jetzt ist eher die Unterstützung im Sinne, diese komplizierten TRQ-Anmeldungen und Kontrollen und so entfallen zu lassen, damit der Flow schneller gehen kann. Ne? Aber so ein handelspolitischer Schutz, so stark ist er möglicherweise gar nicht, wie die Sorge ist. Man kann auch andersrum sagen, der Wettbewerbsdruck, auf den muss man sich ohnehin einstellen. Aber wir reden ja auch nicht von übermorgen, dass der Beitritt stattfindet. Neben den Zöllen gibt es die Standards. Auch da muss man sagen, gibt es ohnehin schon eine Vorbereitung, auch vor dem Beitritt. Die Ukraine ist ein WTO-Mitglied. Sie muss sowieso im Sinne der WTO bestimmte Importvorgaben einhalten. Es gibt wahnsinnig viele Handelsverpflichtungen, auch im privaten Handel, die natürlich ukrainische Exporteure immer einhalten müssen. Also es geht jetzt nicht darum, dass unsichere Lebensmittel in die EU kommen. Und vielleicht nur fürs Interesse, die Literaturangabe ist da gegeben. Die Kommission hat ja eine erste Bewertung gemacht, wie der Acquis, der eben vorher findet sowieso kein Beitritt statt, übernommen werden soll aus Sicht der EU. Und ein bisschen mal aufgelistet, was typische Probleme sind. Da geht Sebastian sicher nochmal drauf ein. Und im Agrarbereich kam sie dazu, dass es eher schwach ist bislang, die Acquis-Übernahme, und nennt beispielhaft ein notwendig stärkeres Landregistersystem, dann das berühmte integrierte Verwaltungs- und Kontrollsystem.
aber auch Vermarktungsstandards, etwa bei Obst oder Wein und bei Food Standards ein bisschen stärker schon etabliert, laut Kommission, der mögliche Acquis. Bei einigen Tierarten, etwa Schafe, fehlt das Tracking für die Tiere und Inspektionskapazitäten für Kontrollen werden genannt. Also das sind Bereiche, die vorbereitet werden müssen für einen Beitritt. Und dann habe ich mich gefreut, weil Olga das schon erwähnt hat, damit wollte ich aufhören, nochmal ein bisschen den Blick größer machen, jenseits von den sowieso sehr komplizierten Verhandlungsschritten dann. Was sind denn geostrategische Dimensionen generellerer Art, wenn man sich überlegt, die Ukraine tritt bei, also für den Agrarbereich, aber vielleicht sogar ein bisschen jenseits des Agrarbereichs. Olga hat es erwähnt, mit der Ukraine wäre die EU ein riesiger Agrarakteur weltweit. Nicht für alle Produkte, aber für einen ganz großen wesentlichen Teil, vor allem pflanzlicher Produkte. Was heißt das? Man hat einen stärkeren Einfluss gegenüber zum Beispiel dem mittlerweile global dominanten Agrarnachfrager China, der sich sehr zurückhält als bislang als Teilnehmer auf dem Agrarmarkt im Sinne von auch zur Entlastung beitragen. Man sagt ja, 50% der Getreidereserven liegen in China. Die nehmen aber nicht teil am Weltmarkt. Die können bei hohen Preisen gar nicht sinken. Das heißt, man wäre als Akteur ein bisschen unabhängiger davon und könnte gestalterischer auch entspannt einwirken auf den Weltmarkt. Dasselbe gilt gegenüber Akteuren wie Argentinien, die oft sehr interventionistisch sind und Exportrestriktionen auflegen und damit Preise beeinflussen können. Und dann bleibt einem immer nicht viel, als zu appellieren, das nicht zu tun. Und wenn man es nicht täte und wäre ein großer Exporteur, hat man einen stärkeren Einfluss. Und das Gleiche gilt auch gegenüber Ländern mit Versorgungsbedarf. Man wäre eben sozusagen ein großer Nahrungsmittelanbieter auf dem Weltmarkt. Vielleicht gibt es auch intern ein paar strategische Argumente in die EU hinein. Das eine ist, haben wir ja in vielen Ländern gerade eine Renaissance der Idee von Resilienz und Versorgungssicherung. Manchmal wundert man sich auch, wenn man schon lange gerade im Agrarbereich tätig ist, dass viele Argumente wieder auftauchen, die man kennt von vor langer, langer Zeit. Und sie sind tatsächlich aber auch in politische neue Strategien gegossen, etwa eine sogenannte Contingency Plan, eine Notfallversorgung für Nahrungsmittel, also dass Versorgungssicherung wieder so ein politisches Ziel geworden ist. Und sich unabhängig machen von bestimmten Zuflussakteuren. Und wenn ein bestimmter Akteur ein Mitglied ist, ist man sozusagen nicht abhängig von einem Exportflow, sondern er ist dein Mitglied in deiner Union. Gleichzeitig bei jedem Beitritt gibt es natürlich jenseits von den Fragen, was kostet das und wie belastet das EU-Haushalt, auch Wohlfahrtseffekte durch Absatzchancen und Investitionsoptionen in der Ukraine. Aber klar, es wird auch einen Wettbewerbsdruck geben. Lustigerweise dieselbe Diskussion wurde ja 2004 bei der Osterweiterung auch geführt, genau gegenüber den Ländern, die jetzt Sorgen haben. Also dass Frankreich sagte, oh, jetzt kommen 10, teilweise nicht alle, aber teilweise sehr große Agrarakteure dazu. Und das, das belastet unsere Agrarproduktion und dieselben Länder haben jetzt dieselbe Sorge. Und Da könnte man vielleicht nochmal schauen, was waren eigentlich Lehren, die man aus der Osterweiterung beitragen kann. Herr Häusling hat es gesagt, auch das hat man damals hinbekommen durch Kompromisse, die natürlich nötig sind, wie etwa ein Phasing in der Agrardirektzahlung oder auch vereinfachtes Kontrollsystem. Aber da sagt Sebastian sicher noch mehr zu. Dankeschön, ich war viel zu lang. Entschuldigung. Nein, ich fand es genau richtig, wenn ich das einfach so mal kurz konstatieren kann. Ich fand, da war alles drin, was wir sozusagen für die Debatte brauchen. Und du hast ja auch nochmal die Pros und Cons am Ende für die interne Debatte innerhalb der EU aufgemacht. Von daher war das sehr hilfreich. Sebastian, du hast jetzt die ehrenvolle Aufgabe zu sagen, was muss denn agrarpolitisch in der EU passieren, damit es möglicherweise nicht zu einem zweiten korrupten Vetternwirtschaft getriebenen Oligarchensystem kommt. Was müssten wir denn machen, damit nicht Personen wie Babiš, die es möglicherweise in der EU geben kann, den in der Ukraine geben kann, aber nicht zwangsläufig geben muss,
sich nicht an unseren Agrarzahlungen bereichern können und die Agrarpolitik ausnutzen können, monopolistische Spieler werden und. Wie können wir es auch ökologisch so gestalten, dass das insbesondere in dem, was uns umtreibt, der European Green Deal, mit der Ukraine zum gewünschten Ziel kommt. Vielleicht ist das ja auch eine Chance, die Agrarreform nochmal neu anzugehen. Du hast das Wort. Bitte schön, Sebastian. Ja, vielen Dank, Viola. Wenn das mal alles so einfach wäre. Ich will erstmal sozusagen einen Punkt vorweg schicken, bevor ich in meine Präsentation einsteige. Und ich glaube, das, was wir brauchen, ist eine Politik, die auf Evidenz gebaut ist. Und ich habe ja gestern auch im Agrarausschuss zugehört, auch einfach um zu gucken, was werden für Argumente vorgetragen. Und ich meine, das ist schon etwas, was mir ein bisschen Sorge macht, weil wir sehen im Moment viele Akteure, die in Brüssel sozusagen schlimme Zustände in Osteuropa beklagen. Nur wir müssen hier eine Sache festhalten. Wir haben eine Preisentwicklung, wie wir sie uns eigentlich gewünscht haben. Krieg in der Ukraine kam, die Preise sind durch die Decke gegangen, die waren hoch, weil alle eine große Hungersnot befürchtet haben. Es haben viele Akteure in Brüssel gesagt, wir müssen alles tun, um eine Hungersnot zu vermeiden. Dann waren die Preise hoch, Preise sind Knappheitssignale. Was passiert? Wir haben eine Angebotsreaktion. Wir haben an sich auch das Glück, dass wir jetzt dieses Frühjahr vergleichsweise günstige globale Witterungsverhältnisse haben. Und die werden ja sofort an den Börsen eingepreist. Das heißt, wenn der Preis jetzt fällt, dann liegt das nicht an ukrainischen Importen. Und das ist erstmal wichtig. Das hat nichts damit zu tun. Das hat damit zu tun, dass die Hauptproduktionsregionen, die auch teilweise völlig woanders sind auf dem Globus, günstige Witterungsverhältnisse, Regen, Nordamerika ist es teilweise auch ein bisschen trocken, aber das ist mengenmäßig gar nicht so viel. So, und wenn wir das einpreisen, dann fallen die Preise. So, und dann müssen wir gucken, wie wir damit umgehen. Und Bettina Rudloff hat es auch gesagt. Ich meine, wer beschwert sich? Es beschweren sich die Ackerbauern. Die Ackerbauern könnten auch bei 300 Euro je Tonne immer noch in die Produktion einsteigen. Wir haben letztes Jahr in Deutschland, wir haben Rekordgewinne gesehen, zumindest im Ackerbau. Und jetzt beschweren sich die Akteure. Wir wissen auch, berichten ja verschiedene Leute davon, dass Landwirte in Polen und in Osteuropa eingelagert haben, weil sie auf steigende Preise gewettet haben. Das kann man machen, nur wenn man diese Wette verliert, dann kann es ja nicht sein, dass wir dann auf einmal schlimme Ausgleichszahlungen zahlen müssen, weil jemand sozusagen auf steigende Preise gewettet hat. Und das kann nicht sein. Wir können nicht sozusagen jeder Erzählung von irgendwem hinterherlaufen und sagen, ja, ach, die armen Leute. Ich meine, für die Tierhalter ist es wunderbar, wenn die Preise etwas sinken, weil dann die Futterkosten günstiger sind. Auch auf Bettina Rudloff hat auch zu Recht darauf hingewiesen, dass wir sozusagen, und das ist ja wieder eine Situation in Deutschland, wir haben viele verschiedene Faktoren, die auf Inflation wirken, wo wir Inflation wahrnehmen. Bei Lebensmitteln ist es im Moment immer noch so, dass die Lebensmittel vergleichsweise teuer sind, während andere Produkte sozusagen ja im Preis schon nachgegeben haben. Ja, was wollen wir? Wollen wir hohe Preise? Wollen wir niedrige Preise? Preise kann man so erstmal nicht bewerten, sondern Preise signalisieren nur, ist viel Angebotsüberhang oder ist eher ein knappes Angebot. Entsprechend sind sie niedrig oder hoch. Und also insofern fand ich diese Diskussion im Ausschuss so ein bisschen ja schwierig und ich denke, wir müssen, ja, es wäre, glaube ich, etwas kontraproduktiv, wenn man jetzt die Grenzen dicht macht, nachdem man ja wirklich ein Jahr lang darum diskutiert hat und gesagt hat, offene Grenzen sind wichtig für die Ukraine. Und das ist, glaube ich, an der Stelle wichtig. Solidarität heißt auch, dass man dann daran festhält und nicht beim ersten kleinen Widerstand, weil einige Leute sich verspekuliert haben, die Grenzen schließt. Das wäre, glaube ich, erstmal politisch wichtig. Und den Kommentar konnte ich mir jetzt doch nicht verkneifen, weil ich glaube, es ist wichtig, dass wir, wenn dann solche Vorwürfe gemacht werden, uns einfach mal Preise angucken. Und die Preise der EU, die geben das auch nicht her. Die Preise in Polen sind nicht niedriger. Wir haben in anderen Stellen der EU auch Preisbeobachtungen, die niedriger sind. Also insofern,
evidenzbasierte Politik ist, glaube ich, eine wichtige Sache, dass sozusagen wir auch informieren und dass wir richtig die Fakten darstellen, wie sie sind. So, das wollte ich vorab stellen. Ja, wie kann man jetzt mit dem Beitritt umgehen? Also der Punkt ist ja, wenn man sich anguckt, wie ist die Historie der EU, was hatten wir für Beitrittsschritte? Hier oben sieht man drei Kriterien, wie groß sind die Staatengruppen, die beitreten, wie groß ist deren Bruttoinlandsprodukt, wie groß ist deren Pro-Kopf-Bruttoinlandsprodukt. Und da kann man sehen, beispielsweise die Beitrittsrunde 1995, das waren Selbstläufer, das Bruttoinlandsprodukt der beitretenden Staaten war 20% höher als das im EU-Durchschnitt. Es waren relativ kleine Staaten. Große Herausforderung war die Osterweiterung. Da war sozusagen das Pro-Kopf-BIP 16% der EU-15. Ja, und das ist ein Beitrittsschritt, an dem wir heute noch so ein bisschen als EU immer wieder verdauen, wo wir immer noch merken, das ist schwierig. Und andererseits haben diese Länder durch den Beitritt eine unglaublich dynamische Entwicklung genommen. Es gibt ganz, ganz viele Arbeiten, die einfach die Wohlfahrtseffekte dieser Länder zeigen. Großbritannien, Brexit ist eine Sache, die uns alle sehr, sehr schmerzt. Man kann nur hoffen, dass sich das unter einer vernünftigen UK-Regierung dann irgendwann auch wieder normalisiert. Jetzt integrieren wir mal die Ukraine in diese Tabelle. Wie sieht das aus? Da können wir sehen, naja, von der Höhe des Bruttoinlandsprodukts, da ist tatsächlich auch eine sehr, sehr große Lücke, 12%, also das ist so ein bisschen wie der EU, die EU-Osterweiterung. Von der Größe her aber eben nicht mit einer Osterweiterung zu vergleichen, 9 statt 28%. Hier die auch von der Größe her des BIP sehr viel kleiner. Also deswegen, ich glaube, das ist etwas, na, man kann es sich jetzt natürlich landwirtschaftlich noch angucken und da ist die Story ein bisschen eine andere. Aber ich glaube, so insgesamt ist das etwas, wo die EU-Osterweiterung viel, viel größer war und auch viel, viel mehr heterogene Staaten gebracht hat, die ja auch den Abstimmungsprozess sehr viel komplizierter gestalten. Also insofern könnte ich mir schon vorstellen, dass das erstmal so volkswirtschaftlich eine Sache ist, die auch viele Vorteile bringt und die aber eben von der Größe her vielleicht machbar ist. Landwirtschaftlich ist es ein großer Player und das ist ja mehrfach gesagt worden, ne? Also da in Relation zur aktuellen EU-27-Fläche kämen nochmal 11%, fast 12% dazu. Die Bedeutung des Sektors Landwirtschaft, 10, fast 11% des BIP, 14% der Menschen arbeiten im Sektor Landwirtschaft. In Rumänien ist es, by the way, noch ein bisschen mehr, aber da haben wir einen großen Subsistenzteil. Ja, da haben wir ganz, ganz viele sehr kleine Betriebe, die jetzt noch als Landwirtschaft gelten. Insofern verfälscht das Bild. Also insofern landwirtschaftlich sehr groß. Und das ist natürlich etwas, wo wir dann einfach auch sagen müssen, dass da sollte man doch hinter die GAP ein großes Fragezeichen machen und erstmal fragen, was können wir uns wirklich leisten, was ist es wert, das zu übertragen und wo müssen wir vielleicht auch einfach Änderungen machen. Ich will kurz ein paar Dinge von der Osterweiterung erwähnen. Was haben wir gemacht oder was ist damals passiert? Es gab ja die sogenannte Agenda 2000, die eine Reform war, um die EU fit zu machen oder die gemeinsame Agrarpolitik fit zu machen für die Osterweiterung. Und da war der erste Punkt erstmal, dass man gesagt hat, ja, wir frieren die Agrarausgaben ein. War auch sozusagen noch geprägt von der Situation, dass man eigentlich fast 2 Jahrzehnte ansteigende Agrarausgaben hatte und insofern vielleicht sogar allgemein eine sinnvolle Maßnahme. Dann gab es eine Riesendebatte um die Nettozahlerposition. Wäre auch vielleicht schön, wenn wir uns das dieses Mal sparen können, weil die Nettozahlerposition, die sagt ja letztendlich nur, zahle ich mehr in den EU-Haushalt, als ich bekomme. Sie sagt nicht aus, ob eine EU-Mitgliedschaft vorteilhaft ist. Das muss man immer, immer wieder betonen. Eine EU-Mitgliedschaft ist dann vorteilhaft, wenn alle Sektoren davon profitieren. Und wir wissen ganz genau, als Bundesrepublik, wir handelspolitisch profitieren wir
in sehr großem Maß. Und das ist natürlich bei, wenn wir jetzt nur an Einzahlung, Auszahlung, an den Haushalt gucken, spielt das keine Rolle. Also das geht sozusagen in die Nettozahlerposition nicht mit ein. Und insofern wäre es eben gut, wenn man diese Debatte einfach von vornherein sich spart. Insgesamt wissen wir auch, EU-Haushalt oder Agrarpolitik ist immer eine Möglichkeit, sozusagen Finanzen umzugestalten und damit Umverteilung innerhalb der EU zu gestalten. Und das ist natürlich etwas, was ja politisch durchaus auch gewünscht sein kann. Es gab ein vereinfachtes Kontrollsystem, es gab Phasing In, Bettina Rudloff hatte das alles schon erwähnt. Man muss sich das jetzt aber eben auch wieder genau angucken, diese sogenannten Complementary National Payments, das waren so eine Art Direktzahlung aus nationalen Mitteln, ist kein empfehlenswertes System, weil wenn man sich diese Direktzahlungen anguckt, dann waren das, man kann einzelne Beispiele finden, die sozialpolitisch, vielleicht sogar in Rumänien, wir haben das in Rumänien uns sehr genau angeguckt, es gab Zahlungen für Schafe und Ziegen. Das war sozusagen an die kleinen Betriebe gerichtet. Das kann man machen, aber gleichzeitig gab es dann in einem deutlich größeren Umfang Zahlungen an Zuckerrübenbetriebe, wo ganz klar war, das war für Kleinstbetriebe komplett uninteressant. Da waren Kleinbetriebe überhaupt nicht, das hat sich auf wenige Großbetriebe konzentriert. Wir hatten Unterstützung für Biofuels, also so merkwürdige Dinge, wo ganz klar war, da war irgendein Vertreter im Ministerium, hat dem Ministerium eine Zahlung aufgeschwatzt und dann finden die öffentlichen Gelder ihre Wege und das müssen wir vermeiden. Lange Übergangsfristen ist, glaube ich, etwas, was man wirklich machen, was wirklich sinnvoll ist, um auch die rechtlichen Anpassungen durchzuführen. Unterstützung für Semisubsistenzbetriebe war damals wichtig. Ich bin mir bei der Ukraine nicht, da kann vielleicht Olga auch gleich noch mal etwas zu sagen, inwieweit es sozusagen, wie die Demografie oder wie die Größenstrukturen in der Ukraine sind, weil entsprechend muss man ja sich überlegen, wenn ich sehr viele extrem kleine Betriebe mit alten Landwirtinnen und Landwirten habe, dann habe ich eine sozialpolitische Herausforderung oder ein Problem. Und dann darauf konnte man damals zumindest teilweise reagieren. Aber das ist die Frage, ob das hier ist. Naja, und dann haben wir die Situation, dass Abstimmungsprozesse kompliziert werden, weil wir haben mehr Leute im Rat. Es müssen Mehrheiten gefunden werden und innerhalb der gemeinsamen Agrarpolitik passiert das auf eine Art und Weise, die auch für Steuerzahler und Bürger überhaupt nicht vorteilhaft ist, nämlich dass Teile der gemeinsamen Agrarpolitik flexibilisiert werden. Dann bietet man sogenannte gekoppelte Zahlung für irgendwelche Märkte in Not. Märkte in Not heißt im Grunde genommen alles, was bei drei nicht auf Bäumen ist. Und Not ist überall, je nachdem, wo der Agrarminister gerade definiert, dass Not ist. Und dann werden irgendwelche Zahlungen gemacht. Und auch da wieder, wo sind die Verbandsvertreter? Die Verbandsvertreter, die am lautesten schreien und die bekommen dann sozusagen gekoppelte Zahlungen. Das verzerrt die Märkte. Und man kann eben auch zeigen, dass diese Art von Zahlungen klimapolitisch zum Beispiel kontraproduktiv sind, weil wir damit Produktionsverfahren stützen, die sehr stark zu Treibhausgasen beitragen. Das ist natürlich etwas, was wir vermeiden sollten. Das heißt, es wäre gut, wenn man diesen Sektor zumindest eingrenzt und dann einfach auch sagt, naja, es gibt Bereiche, Zuckerrüben oder so, brauchen wir das? Ist das ein Verfahren, wo Leute dann hinterher arbeitslos werden oder die ländlichen Räume einbrechen? Ich glaube es nicht. Und das ist einfach etwas, wo wir eigentlich ran müssten. Und schließlich Regulierung Bodenmarkt, das ist eben auch etwas, wenn man sich jetzt anguckt, wie, das ist jetzt eine Grafik vom Beitritt Bulgariens, haben wir für eine Studie, die wir für BirdLife gemacht haben, wo wir die Auswirkungen des Beitritts von Bulgarien untersucht haben. Und man sieht halt hier die Entwicklung der Bodenpreise bis 2007, dann war der Beitritt, dann haben wir Direktzahlung eingeführt. Und in dem Moment, wo ich für eine Direktzahlung einen Hektar brauche, steigen sofort die Bodenpreise an.
wir wissen auch, dass sozusagen diese Geschichten, das ist jetzt nicht sozusagen elegant irgendwo am Markt, sondern das ist eben auch tatsächlich so, dass einzelne Landwirte uns berichtet haben, dass wirklich Leute über Land gehen mit irgendwelchen Schlägertrupps und kleine Landwirte dazu zwingen, ihr Land aufzugeben. Das heißt, in dem Moment, wo wir Direktzahlungen oder auch gekoppelte Zahlungen in so einer Umgebung platzieren, hat das sozusagen, fördert das Aktivitäten, die wir eigentlich nicht wollen. Also wo wir einfach auch sagen wollen, wenn ein kleiner Landwirt einen Hektar hat, dann soll nicht eine Schlägertruppe kommen und ihm diesen Hektar wegnehmen, nur damit irgendein Großbauer Direktzahlung beantragen kann. Und das ist kritisch. Ich kann jetzt nicht sagen, in welchem Umfang das passiert, aber zumindest ist uns das in Interviews mitgeteilt worden. Und da sollten wir sehr gut überlegen, ob wir solche Strukturen bei einer Erweiterung dann auch noch fortsetzen sollten. Genau. Wir haben bei Direktzahlung auch insgesamt das Problem, dass sie, gerade wenn wir eine sehr gespaltene Agrarstruktur haben, also wenige große, sehr große Betriebe, extrem große Betriebe, viele kleine Betriebe, dann sind Direktzahlungen ungleich. Es ist auch die Frage, ob diese Form der Einkommenspolitik sinnvoll ist. Man sieht hier in dunkelblau sozusagen ein Ungleichheitsmaß, der Gini-Koeffizient, also die Verteilung von Direktzahlungen innerhalb der osteuropäischen Staaten in blau, die ansteigt mit der Osterweiterung, weil Stück für Stück die Zahlungen eingeführt wurden. Und das wurde dann immer ungleicher, auch agrarstrukturell bedingt. Und auch das ist etwas, ja, wollen wir das? Ist das etwas, was wir bei einer Osterweiterung wirklich so fortsetzen sollten? Wir sehen, in Süd- und Westeuropa sind die Dinge etwas etablierter. Da sinkt die Ungleichheit über die Zeit. Und das ist eigentlich etwas, was sinnvoll ist. Und insgesamt die Zukunftskommission Landwirtschaft hat für Deutschland zumindest empfohlen, aus den Direktzahlungen auszusteigen, und wäre insgesamt die Frage, ob man das zumindest in irgendeiner Form begrenzen sollte. So, genau, den Punkt, den ich gerade schon genannt habe, insgesamt Problem, auch Direktzahlungen werden von Leuten abgegriffen, die über Firmengründungen Zahlungssubventionsoptimierung betreiben. Wenn man das mal so ein bisschen elegant sagt, etwas deutlicher, muss man eigentlich sagen, es sind korrupte Netzwerke, die da am Werk sind. Wenn der ehemalige tschechische Ministerpräsident Babiš ein ganzes Konsortium von Firmen gründet und darüber dann Steuergelder abgreift, dann kann das nicht der Sinn einer gemeinsamen Agrarpolitik sein. Das Gleiche gilt für Viktor Orbán. Das Ganze ist, Viola, ihr hattet die Studie in Auftrag gegeben, wo das dokumentiert ist. Es ist auch von der New York Times 2019 in einem sehr, sehr großen Dossier aufgegriffen worden. Uns ist das aber eben auch von Landwirtinnen und Landwirten in Interviews in Bulgarien geschildert worden. Das heißt, das ist schon ein Problem, was wir ernst nehmen müssen, auch wenn ich jetzt überhaupt nicht sagen könnte, wie stark sich das durchzieht. Aber es ist, glaube ich, etwas, wo unsere Antennen doch sehr wach sein sollten. Wir haben einige Schlussfolgerungen damals in unserer Bulgarien-Studie aufgeschrieben. Habe mich dann heute, als mir die Folien angeguckt, eigentlich gefragt, ist das nicht eigentlich auch ein Programm, womit wir die gemeinsame Agrarpolitik fit machen würden, Auslaufen der Direktzahlungen, auch der gekoppelten Zahlungen, eigentlich keine Übergangszahlung, weil die Frage ist an sich, Wettbewerb muss so funktionieren, wie er funktioniert, und nicht, das Geld kann nicht dahin gehen, immer wo die Leute am lautesten schreien. So wichtig wäre dann eben auch Rechtsdurchsetzung, Kontrollen, und das ist eben die große Herausforderung für die Ukraine. Die Ukraine muss, ich gehe nochmal auf eine andere Folie, wo ich das auch nochmal gelistet hatte, muss eine Zollunion etabliert werden. Wir brauchen die Übertragung der Kontrollsysteme. Ne? Flurstücke, Feldblöcke. Mit dem aktuellen System der gemeinsamen Agrarpolitik muss ich genau jede Ecke einmessen. Das ist einfach anspruchsvoll. Wir wissen auch aus Rumänien zum Beispiel, dass es dort im Westen eine habsburgische Tradition gab. Das war ja teilweise noch Teil der Habsburg-Monarchie, und da gab es so ein System. In dem Bereich ist das einfacher gefallen, aber das müsste dann übertragen werden. Brauchen Zahlstellen, auch da habe ich sozusagen einen Fall von Korruption. Das ist auch etwas, was anfällig ist.
Was wichtig wäre, ist Umweltgesetzgebung. Man müsste die Umweltstandards etablieren. Das braucht mit Sicherheit sehr viel Zeit, Lebensmittelrecht und eben grundsätzlich die Forderung, die, glaube ich, immer wieder vorgetragen wird, ist natürlich die, dass man sagt, öffentliches Geld für öffentliche Leistung. Öffentliche Leistung würde im Kontext der Ukraine mit Sicherheit etwas anders definiert. Das heißt, vielleicht müsste man da eben über Ziele diskutieren. Also was muss eine Agrarpolitik in der Ukraine leisten? Das ist etwas anderes, als wenn wir uns hier die topmoderne deutsche Landwirtschaft angucken. Ukraine sind auch Teile topmodern, aber die Frage ist, was sind Ziele? Was sind sozusagen Ziele für den ländlichen Raum? Und das will ich von hier aus nicht beurteilen, nur eben, wie gesagt, der Grundsatz müsste eben sein, was ist im gesellschaftlichen Interesse? Und da können wir eben bei den pauschalen Direktzahlungen einfach sagen, das bringt keinen gesellschaftlichen Mehrwert. Gut. Ich habe relativ lang gesprochen. Vielen Dank. Ich will noch mal kurz auf unsere Bulgarien-Studie hinweisen und das ist, damit will ich es bewenden lassen. Vielen Dank. Auch das hat absoluten Neuigkeits- und Informationswert. Von daher habe ich nicht unterbrochen. Aber es kommen jetzt im Chat einige Fragen und bevor ich jetzt noch mal eine gesamte neue Runde aufmache und jeden auf alles reagieren lasse, vielleicht sehr gezielt, ich weiß nicht, ob Martin, Sebastian oder auch Olga darauf eingehen können, die Situation der ökologischen Betriebe. Frank van der Hulst fragt zu Recht, gibt es eine Deckelung? Sebastian ist ja teilweise schon auch darauf eingegangen, ob überhaupt die Direktzahlungen in der alten Form fortgesetzt werden. Wir haben auch einen Gast im Chat, der seit über 30 Jahren, seit Tschernobyl, sich mit Ökobetrieben in der Ukraine beschäftigt, Stefan Dresmann. Ich weiß nicht, ob wir dem einmal das Mikrofon geben könnte. Der könnte vielleicht noch mal ein bisschen was zu ganz konkreten Ökoprojekten, die es wirklich gibt in der Ukraine, auch sagen. Aber vielleicht erstmal, Martin, willst du auf ein, zwei Fragen aus dem Chat eingehen? Also insbesondere Situation der Ökobetriebe und möglicherweise auch, und das hatten wir ja auch schon diskutiert, hat die Kommission denn überhaupt irgendwie schon mal einen Aufschlag gemacht? Also denkt sie die Ukraine mit bei einer möglichen Neuformulierung der europäischen Agrarpolitik? Also ich kenne noch keine Positionierung der Kommission. Man ist ja jetzt eher damit beschäftigt, die jetzige Agrarreform erstmal einigermaßen in Kraft zu setzen. Und deshalb ist es auch gut, dass wir jetzt hier Punkte setzen, weil tatsächlich mir fehlt, dass man, wenn man der Ukraine eine Beitrittsperspektive eröffnet, dass man dann über alles Mögliche redet, aber nicht über den Teil, der ja extrem wichtig ist, auch für den europäischen Haushalt. Nach wie vor geht ein Drittel des Geldes in die gemeinsame Agrarpolitik, dass man da überhaupt keine Diskussion drüber führt, sondern so tut, als würde das irgendwann mal kommen. Die Zahl 2030 ist genannt worden. Und ich glaube auch nicht, dass das alles so einfach über die Bühne geht, wie sich das manche jetzt vorstellen. Ich habe im Chat gibt es ja einige Fragen auch nach der Agrarstruktur innerhalb der Ukraine. Es hat mich tatsächlich die ersten Webinare, die wir hatten und Seminare, das waren wirklich dann Betriebe, die zur Sprache kamen, die gesagt haben, die Situation von 20.000, 30.000 Hektar. Da habe ich gedacht, okay, das sind ja so brasilianische Verhältnisse. Und es gab immer wieder die Diskussion, auch nicht offiziell, aber inoffiziell, wem gehört das Land? Da könnte vielleicht Olga was zu sagen. Gibt es eigentlich noch staatliche Strukturen? Es gibt auch, wie gesagt, die Diskussion darum, die Oligarchenwirtschaft ist ja in der Ukraine nun auch nicht so ganz aufgelöst worden. Wer hat da eigentlich jetzt gerade das Sagen in der Politik im Agrarbereich, wenn man wieder mal in normale Zustände kommt? Ich erinnere mich noch ganz gut, wir hatten eine heftige Diskussion noch vor dem Krieg über einen Konzern, der heißt MHP, Geflügelindustrie, die tatsächlich für den europäischen Markt ein echtes Problem waren. Deshalb würde mich interessieren, und ich glaube, das können wir weitergeben an Olga, wie weit sind denn die Strukturen in der Form vergleichbar mit, nehmen wir mal, osteuropäischen Ländern, die ja vielleicht auch ähnliche Struktur haben. Weil wir dürfen nicht in die Falle laufen, das finde ich ganz wichtig. Deshalb, ich glaube, da sind wir uns einig, Direktzahlungen ist ein Auslaufmodell, dass jetzt wieder bestimmte Leute sich die Agrarsubventionen abgreifen und je mehr Hektar, je mehr Geld, das geht dann einfach schlicht und ergreifend nicht mehr. Und mich würde auch interessieren,
Wie groß ist denn der Anteil von Subsistenzlandwirtschaft eigentlich noch in der Ukraine? Wir haben Zahlen von Rumänien gesehen. Das ist ja noch ein sehr erheblicher Teil von Betrieben, die Subsistenzlandwirtschaft betreiben. Also da haben wir in Brüssel viel zu wenig Einblick in die Strukturen in der Ukraine. Aber ich kann es auch ehrlich sagen, das beunruhigt auch einige Akteure in der Landwirtschaft bei uns in Deutschland, dass da so ein Player jetzt kommt, der alle anderen auch preislich an die Wand drückt. Ich finde, was Sebastian gesagt hat, in die Richtung, wir müssen mal gucken, wie das mit den anderen osteuropäischen Ländern gelaufen ist. Das ist eine Brücke, die wir auch bauen können. Aber wir müssen auch sehen, dass zum Beispiel Ungarn, wo ein Clan, der Orbán-Clan, sich ja viele Agrarsubventionen in den Nagel gerissen hat und Land nach eigener Gutdünken verteilt. Da ist nicht die Europäische Union wirklich in allen Punkten. Also nicht immer sind wir Vorbild und wir haben auch da nichts gegen getan. Und deshalb gibt es da auch wirklich die Sorge innerhalb der europäischen Landwirtschaft, der jetzigen Landwirtschaft, dass wir solche Fehler nicht nochmal machen. Und deshalb würde mich interessieren, die Frage an Olga oder auch an die anderen beiden, wie können wir das verhindern? Eine Frage noch, die war, glaube ich, auch im Chat. Ausländische Investoren haben in den letzten Jahren ziemlich stark zugeschlagen, auch Kooperationsunternehmen. Die haben ja jetzt im Grunde genommen oftmals das Nachsehen gehabt. Aber sind diese Kooperationen denn tatsächlich in dem Umfang und auch mit Exportausrichtung tatsächlich eine Zukunft oder ist Ihnen das nur so, war das nur so ein Übergang nach der ukrainischen, nachdem sich die Ukraine 91 sozusagen selbstständig geworden ist? Perfekt, super. Olga, wollen Sie übernehmen? Können Sie ein paar Antworten auf die vielen Fragen geben? Natürlich, natürlich, gerne. Also in Q&A habe ich schon ein paar Links, also die für Weiterlesen sozusagen mehr Informationen über den Bodenmarkt in die Ukraine und Ökolandbau, ja, so Einblicke geben. Aber dann kurz zu den erläuterten Fragen. Ja, es ist wirklich wieder also dieses Schlüsselwort ist Herausforderung für alle, was die Strukturen in also Strukturen der Ackerproduktion in der Ukraine angeht. Herr Häusling, Sie haben 20.000-30.000 Hektar erwähnt, das sind doch keine großen Betriebe in der Ukraine, ja, für die ukrainische Verhältnisse. Da sind so mittelgroße, ja, in der Ukraine. Übrigens MHP, diese MHP, die Sie erwähnt haben, Sie haben über 300.000 Hektar Land, also in ihrem Betrieb. Und der größte Agro-Holding heute ist Kernel, der produziert übrigens das ist Sonnenblumenöl. Die haben über 500.000 Hektar. Ob das gesund ist oder nicht, ja, das ist eine große Frage. Also ich muss schon sagen, also als ich im Ministerium war, ich immer sagte, dass wir wirklich also unsere Politik so gestalten sollen, dass wir diese also Struktur der ukrainischen also Agrarwirtschaft doch ein bisschen ändern sollten. Ja, also und damit diese mehr balancierte Struktur für die Ukraine in Start kommt. Die Frage hier übrigens, also wenn wir über diese Größen und Strukturen oder Boden, Agrarboden sprechen, dann natürlich geht es auch, also ich habe das auch in meinen, also für, Anfangsstatement erwähnt, also diese Human Capital und ländliche Räumeentwicklung. Nach dem Krieg werden wir, also meiner Meinung nach, das größte Problem der Ukraine wird also natürlich also die Menschen also und Human Capital sein, wegen der Migration, wegen der, ja, also wieder Kriegsverluste leider und unter Zivilbevölkerung auch und also die Situation in ländlichen Räumen, in manchen Regionen in der Ukraine, ja, ziemlich kritisch schon vor dem Krieg war. Also wenn jetzt man hier in Deutschland sogar über die Dorfsterben oder auch sterbende Dörfer oder ländliche Räume spricht, dann könnt ihr euch vorstellen, dass in der Ukraine es natürlich also noch leider schwieriger ist. Und
Ja, also das Problem ist komplex. Jetzt werde ich also nicht Zeit nehmen, um das versuchen zu erklären. Da können wir also irgendwann vielleicht also ein anderes Mal separat eine Veranstaltung darüber machen, ländliche Entwicklung also in die Ukraine und in die EU. Hier also wieder zurück zu dieser inhaltliche Diskussion überhaupt, also wie die europäische Agrarpolitik aussehen wird und so weiter. Also genau dafür gibt es also, denke ich, hier in europäischen und zumindest bisher, also bis vor kurzem dachte ich mir, das gibt also diese Evidence-Based Policy und sehr gut vorbereitete, wissenschaftlich vorbereitete Politik. Ja, also mein Doktorvater, Herr Professor Kirschke, war vor einiger Zeit auch also in diesem wissenschaftlichen Beirat, ja, und also ich weiß, dass er sich an der Erarbeitung, also politische Instrumente für europäische Agrarpolitik beteiligt hat. Und das jetzt, wie gesagt, also mit Beitritt, also möglicher Beitritt, also in mehr mittelfristiger Perspektive der Ukraine in die europäische Agrarpolitik angeht, da würde ich wirklich so ein bisschen, jetzt klingt es vielleicht zu übergeblich, aber also ein bisschen mehr Mut haben, um dann das ganz neu vielleicht zu sich vorzustellen, ja, also wie das aussehen kann ohne Direktzahlungen, weil wirklich also flächenverbundene Zahlungen, denke ich, also sollen in der Vergangenheit bleiben. Wie überhaupt also für diese Politik ausgestaltet sein soll, mit Green Deal übrigens. Also das hat man auch also bemerkt, ohne Ukraine Green Deal in der Europäischen Union, ziemlich schwierig sah das aus. Und es gibt, wie gesagt, also ziemlich viele also solchen Fragen, also jetzt globalen Fragen, die jetzt, ja, also jeder von denen so eine halbe Stunde bei mir nehmen wird. Aber ich will auch, also Herr Dressmann, vielleicht also sagt dann ein paar noch Fragen dazu, also zu Ökolandbau. Aber ich habe da auch, ja genau, also da schreibt er, dass er antworte gern auf die Ökolandbau in die Ukraine, Frage um kleine Betriebe. Aber was kleine Betriebe angeht, ja, wir haben noch also diese kleine Haushalte, also Haushaltsbetriebe, die für Selbstversorgung sozusagen jetzt auf Selbstversorgung orientiert sind. Und das hat uns übrigens jetzt im Krieg natürlich also sehr geholfen, muss ich zugeben wieder. Ja, weil viele Familien in den ländlichen wieder also Regionen, in den kleinen Dörfern. Ihr könnt euch vorstellen, dass in den ersten Monaten zum Beispiel in Sumer-Region, wo meine Eltern wohnen, also waren viele auf sich selbst angestellt, weil die wurden dann abgeschnitten von der Rest der Ukraine. Lieferung von Waren in der Supermärkte wurde auch im Prinzip ja für, nicht möglich durch die Okkupation oder also wie gesagt, also diese abgeschnittenen Wege und der russische Truppen, die da irgendwo im Weg standen. Und deshalb mussten dann auch manche Kommunen, suchten übrigens nach Kleinproduzenten, lokale Produzenten, die ihre Produkte wie Milch, Fleisch, auch was anderes, Öl oder was auch immer, bereitstellen könnten für auch also so kleine lokalen irgendwelchen Märkte, ja, also Bauernmärkte oder Geschäfte, damit ja, also die ukrainische dann Konsumenten da einkaufen könnten. Aber wie gesagt, also es gibt sehr, sehr viele hier Aspekten, was Preise angeht übrigens, also das war noch im Beitrag von Bettina und da kam also eine Reaktion, dass, okay, das ist nicht schlecht, dass die Preise nach unten gehen. Das Problem ist jetzt für die Ukraine ist, dass wenn die Preise nach unten gehen. Wir haben also durch diese logistischen Probleme sehr große Diskrepanz zwischen Inlandpreise, die unsere Bauern bekommen, und Weltmarktpreise. Ja, also unsere Bauern oder Agrarwirte in der Ukraine, klein oder mittelgroße, jetzt können ihre Kosten überhaupt nicht decken mit diesen Preisen, die sie für ihre Getreide bekommen. Und jetzt, wenn die Preise noch also nach unten fallen oder wenn jetzt also noch mehr Schwierigkeiten mit Exporte auf uns kommen, dann natürlich wird es, oder die Türkei Importzölle einführt, dann natürlich wird es noch kritischer für die Landwirte sein und sie werden, ich ehrlich gesagt, also bin jetzt sehr zuversichtlich, was wird
jetzt im Herbst passieren und wer wird was sehen oder überhaupt nicht. Also werden unsere Landwirte in die Felder gehen oder gar nicht. Also das ist die Frage. Ja, genau. Insbesondere auch vor dem Hintergrund, dass 35%, glaube ich, der landwirtschaftlich genutzten Fläche entweder besetzt ist und oder mit Minen oder von den Minen noch nicht geräumt ist und dadurch natürlich auch einfach Fläche gar nicht zur Verfügung steht. Und das, was Sie gesagt haben, es gibt im Moment weder das Geld, noch sind die Lager geräumt, noch ist die militärische Unsicherheit, die Arbeitskräfte sind nicht da, Menschen sind an der Front, sind geflohen, sind tot und. Also das heißt, das, was derzeit geschätzt wird, ist deutlich unter dem Potenzial, was bislang in der Ukraine produziert wird. Und ich meine, das ist natürlich jetzt zynisch, aber quasi die Sorge, dass die Ukraine nach Russland der größte Agrarexporteur ist, wird sich vermutlich für die nächsten 2-3 Jahre auf jeden Fall nur schwer bewahrheiten. Also das sind die aktuellen Situation. So, jetzt haben wir den Stefan Dresmann mit im Bild, hervorragend, nämlich der ist einer der ganz wenigen, die schon sehr früh angefangen haben, sich mit ökologischem Landbau in der Ukraine zu beschäftigen, und deswegen finde ich es ganz spannend, weil die Fragen ja in verschiedenen von verschiedenen Fragestellerinnen auch aufgerufen wurde. Vielleicht kannst du ein bisschen was zum Ökolandbau in der Ukraine sagen. Ja, vielen Dank, Viola, vielen Dank, Herr Häusling, für die Veranstaltung heute. Ich glaube, sie kommt genau zur richtigen Zeit. Ich bin vor zwei Wochen in Brüssel gewesen mit dem Agrarpolitischen Dialog, auch ein Projekt in der Ukraine, was vom BML finanziert wird. Und wir haben dort auch diese Fragen ein paar Mal diskutiert. Und es sind immer die gleichen Fragen. Und es ist gut, sich jetzt denen einfach zu stellen. Auch die Frage Ökolandbau, auch die Frage kleine und große Betriebe. Zu meiner Person, ich leite ein Projekt Deutsch-Ukrainische Kooperation Ökolandbau in der Ukraine seit 2 Jahren. War vorher schon oft in der Ukraine, bin dort rumgereist. Und seit Kriegsanfang bin ich wieder in Deutschland und mein Team ist aufgeteilt, teilweise in Kiew einige Personen, 2 in Warschau, Flüchtlinge und ich in Deutschland. Soweit ganz kurz. Ich will das ganz kurz versuchen, akzentuiert zu beantworten. Der Ökolandbau hat vor dem Krieg eine enorme Dynamik gewonnen. Es waren dort damals vor dem Krieg etwa 520 Betriebe, davon knapp 400 landwirtschaftliche Betriebe. Mit einer Gesamtfläche von knapp ein bisschen über 400.000 Hektar. Das entspricht etwa knapp 1% der landwirtschaftlichen Fläche. Die ukrainische Regierung hat sich das Ziel gesetzt, was sie auch nicht zurückgenommen hat, in den nächsten Jahren den Ökolandbau enorm zu steigern. Und die Betriebsstruktur der ökologischen Betriebe war und scheint auch jetzt immer noch so zu sein, dass es dort erstaunlicherweise sehr, sehr viele kleine Betriebe gibt für den regionalen Markt und viele, viele Betriebe auf der anderen Seite für den Export. 95% der erzeugten Produkte scheinen in die EU transportiert zu werden, exportiert zu werden. Auch während des Krieges hat man es geschafft, über die Routen dann vornehmlich über die LKWs in die EU zu exportieren. Und durch die Solidarität der Bauern untereinander und der Hilfe aus der EU, vornehmlich von verschiedenen Projekten auch, ist es gelungen, den Ökolandbau soweit zu halten. Und die Zahlen, die uns seit 2 Wochen vorliegen von den Zahlbetrieben, und das ist sehr erfreulich, dass 80% der Betriebe, die vor dem Krieg gewirtschaftet haben, auch heute noch wirtschaften. Das ist eine super Sache. Und man natürlich sind die Herausforderungen des Krieges enorm. Man kann sich das ja hier überhaupt nicht vorstellen. Das, was Olga beschrieben hat, kann ich ja voll bestätigen, auch für die Ökobetriebe. Es ist einfach jeden Tag muss man sich neu eichen. Einige Betriebe sind auch besetzt gewesen durch Russland. Es ist entsetzlich, was man dort hört. Aber wie überall in der Ukraine, man leistet Widerstand und man glaubt auch wirklich ganz stark an die Zukunft. Und noch sei mir noch erlaubt, an dieser Stelle neben den Ökobetrieben und übrigens die Frage des Green Deals bekommt in der Ukraine eine enorme politische Bedeutung. Sie wird enorm politisch diskutiert. Das finde ich sehr, sehr erfreulich mit den verschiedenen Zielen. Teilweise habe ich den Eindruck, sie wird viel stärker diskutiert als in der EU, dass es sehr ernst genommen wird und auch in Richtung Beitritt der EU. Ich denke, das ist auch mal ein ganz wichtiger Aspekt auch für die weitere Diskussion. Und es sei mir noch erlaubt, vielleicht ein paar Worte zu der Frage Kleinstbetriebe zur Agrarstruktur. Vor wenigen Wochen, das ist vielleicht wenig bekannt, ist aus den USA einer Foundation der Oakland Report veröffentlicht worden. Ich mag das gerne in den Chat stellen. Und da ist sehr viel ausgeführt worden zur Struktur der großen Betriebe. Und wenn man darauf schaut, da sind die 10 größten Betriebe der Ukraine genannt.
Der größte hat über 500.000 Hektar. Und wenn man dann schaut, wo die registriert sind, dann ist das bunt durcheinander und nicht nur in der Ukraine, sondern der größte Betrieb ist in Luxemburg registriert. Und ich empfehle jedem diesen Report. Man kann darüber gut diskutieren, aber er gibt erstmal einen Eindruck von den ganz großen Betrieben, die in der Summe vielleicht, so viel wir wissen, 3-4 Millionen Hektar bewirtschaften in der ganzen Ukraine, diese 10 Betriebe. Auf der anderen Seite, dazwischen ist halt eine große Menge, über die bisher immer diskutiert worden und die mussten alle in den Agrarregister rein. Das sind aber nicht sehr viele. Und durch die Förderung jetzt in dem letzten Jahr und der Bedingung, wenn man die Förderung bekommt, in den Agrarregister reinzukommen, ist die Zahl der Betriebe, Agrarbetriebe enorm gestiegen. Jeden Tag werden das mehr. Letzter Stand, glaube ich, waren über 100.000 und vorher waren es 30.000, 40.000. Das ist ein Teil der Antwort. Und zu den Klein- und Kleinstbetrieben. Wenn man durch die Ukraine fährt, ist das Muster fast überall. Es sind auf den Flächen sehr, sehr große Flächen. Es sind sehr große Flächen, die aber vielen Leuten gehören. Das muss man dazu wissen. Das ist so wie ein Puzzle. Und rund um die Dörfer, wer in der Ukraine war, sieht es, sind ganz viele kleine Flächen. Von 3, 4, 5 Hektar. Viola, du weißt das ja genau durch deine vielen Fahrten durch die Ukraine. Es ist überall das gleiche Muster. Das sind diese Klein- und Kleinstbetriebe, die bisher nirgendwo registriert waren und die ganz viel dazu beigetragen haben. Olga hat das eben sehr schön gesagt, zur Resilienz, glaube ich, im Krieg. Aber sie haben solche multifunktionalen Möglichkeiten oder leisten so viel. Nicht nur Ernährungssicherheit, Biodiversität, allein die Vielfalt der Sorten, wenn man auf die Märkte geht, das ist unglaublich. Und dieser Aspekt, das habe ich gerade bei dem Besuch in Brüssel wieder erlebt, wird viel zu wenig bisher beachtet. Und meiner Ansicht nach und meinem Wunsch nach müsste diese Diskussion der kleinen Kleinstbetriebe, der Funktion dieser kleinen Betriebe, wie erhalten wir sie, wie können wir sie unterstützen, welche Funktionen haben sie für die Gesellschaft und für die Natur und so weiter, viel stärker in Zukunft beachtet werden. Soweit. Ach ja, und als letztes noch vielleicht, wo ich den Eindruck habe, es gibt halt die verschiedensten Interessenvertreter der Landwirtschaft in der Ukraine. Aber mein Eindruck ist, gerade diese Klein- und Kleinstbetriebe haben ein ganz geringes Wort in der Politik und vertreten sich selber auch sehr, sehr gering. Soweit in aller Kürze. Vielen Dank. Absolut, das kann ich nur unterstützen. Und das ist auch im Grunde das Problem 10 Jahre später, 15 Jahre später von dem, was Sebastian eben etwas ausführlicher über Rumänien und Bulgarien geschildert hat, wo ja durch diese sehr großzügigen und sehr flexiblen Anpassungshilfen der EU sich insbesondere dann Soja, Mais und weiß ich nicht was, Cotton, vielleicht noch Baumwolle oder irgendwie 3, 4 andere Marktfrüchte, sich die gesamte EU-Agrarförderung unter den Nagel gerissen hat. Und egal, wie wir mit der Ukraine umgehen, aber auf jeden Fall muss es in unserem Interesse sein, dass genau diese Resilienz fähigen und resilienzproduzierenden Kleinstbetriebe, wie du sie so schön beschrieben hast, die wirklich eine Multifunktion haben, dass wir die in das Zentrum unserer Betrachtung nehmen und dass wir von denen auch quasi diese Mehrwertigkeit in die Gesellschaft hinein, was den ländlichen Raum angeht und, dass wir das auch bewerten, also finanziell dann auch höher werten und. Das war sehr gut und ich glaube, wir hatten auch vor dem Krieg irgendwann mal jetzt wieder Kontakt aufgenommen und da hatte ich immer den Wunsch geäußert und das müssen wir mal schauen, wann das möglich ist, dass wir auch mal eine Ökotour, also eine Ökolandtour in die Ukraine machen und dass du uns ein bisschen zeigst, wie das andere Gesicht der Ukraine ist, dass es eben nicht nur die 300.000 Hektar Betriebe in Anführungsstrichen gibt, sondern dass es diese unglaubliche Vielfalt gibt, die ja die ukrainische Landwirtschaft auch so attraktiv macht. Jetzt hat sich Sebastian noch mal gemeldet. Ich würde sagen, wenn es noch Fragen gibt im Chat, dann machen wir gleich noch mal eine Abschlussrunde, sodass jeder und jeder noch mal auch die Sachen, die vielleicht jetzt durch Stefans Beitrag hochgekommen sind oder vielleicht auch noch Fragen, die gestellt wurden, es sind, glaube ich, noch 2, 3 dazugekommen, dass jeder die noch mal beantwortet. Olga, an Sie ist auch die Frage gerichtet worden, wie es mit GV, also mit genmodifizierten Pflanzen, vermute ich. Ach so, ja, stimmt. Ja, ja, klar. Können Sie gleich in Ihrem Beitrag noch darauf eingehen, inwiefern die überhaupt zugelassen sind und, ob es da überhaupt, ob da Gefahr droht von Seiten der Ukraine. Und ansonsten würde ich sagen, wenn es jetzt keinen Bedarf mehr aus den Zuschauerrängen gibt oder Zuschauerinnenrängen gibt, dann machen wir jetzt hier auf dem Panel eine Abschlussrunde und versuchen auch nochmal alle Fragen, die im Chat sind, mit zu beantworten. Sebastian hat sich als Erster gemeldet. Bitte. Ja, genau. Vielen Dank.
Ja, das ist ja auch, ich fand das jetzt auch gerade noch mal sehr, sehr interessant. Ich kann mir das gut vorstellen, dass letztendlich kleine Betriebe durchaus eine Menge beitragen. Und das ist ja eine Frage, die wir uns hier in Deutschland genauso stellen müssen. Was macht sozusagen, was machen lebendige ländliche Räume aus? Und diese Dinge sind ja dann im gesellschaftlichen Interesse. Wir müssen nur einfach dann überlegen, wie, welche dieser Förderlinien dienen dann sozusagen einem gesellschaftlichen Interesse, wofür wir dann Gelder von Steuerzahlern nutzen. Ich will nur einen Punkt an der Stelle eben machen, auch nochmal aus einer deutschen Perspektive. Ich glaube, dass sozusagen sowohl kleine als auch große Betriebe extrem wichtig sind. Und also manchmal die Debatte letztendlich auch innerhalb der Grünen dann eben so einen Zungenschlag. Letztendlich es sind die kleinen Betriebe. Ich glaube, wir brauchen hier auch wieder alle Betriebsformen. Und es gibt, glaube ich, an einigen Stellen, so nehme ich das zumindest wahr, auch bei den großen Betrieben einfach Dinge, die technisch sehr, sehr modern ist. Und die können natürlich auch wieder gemacht werden. Die sind dann für den Export. Der Punkt ist nur an der Stelle, das sind Betriebe, die können das auch. Und deswegen müssen wir eben die gemeinsame Agrarpolitik auch umstellen, weil wenn solche großen Betriebe gesellschaftliche Leistungen bringen, wunderbar, wenn die sozusagen etwas für die Umwelt tun oder auch für den ländlichen Raum, dann ist es, dann haben solche Betriebe genauso Zugang zu agrarpolitischen Maßnahmen wie andere auch. Nur der Punkt ist, wenn ich anfange, den Hektar zu fördern, dann profitieren solche Betriebe überproportional. Und das ist die Struktur, aus der wir rauskommen müssen. Das ist das, was sozusagen die wirklich problematischen Prozesse dann auch befördert, die ich ja vorhin gerade versucht habe zu skizzieren. Und genau deswegen müssen gekoppelte und Direktzahlungen müssen auf den Prüfstand. Und ansonsten würde ich sagen, naja, wir brauchen alle Mann an Bord, alle Frauen auch. Und das ist keine Frage von groß oder klein, sondern jeder kann seinen Beitrag leisten und jeder hat Stärken und Schwächen. Mir ging es nur bei den Kleinstbetrieben einfach auch nochmal darum, und das ist eben das Spezielle in Rumänien, dass wir dort eben eine sehr, sehr alte Landbevölkerung haben. Und da kommt natürlich dann nochmal eine sozialpolitische Aufgabe mit hinzu. Und das muss man dann eben auch analysieren und gucken, ist das hier auch so gegeben? Und dann sind wiederum andere Politikinstrumente hier wichtig, um die sozialpolitische Dimension des Problems zu verstehen. Deswegen hatte ich nach den Kleinstbetrieben gefragt. Und das ist dann eben auch nochmal etwas anderes, als wenn ich einfach nur sage, naja, die tragen zu einem lebendigen Dorfleben, zur Umwelt oder Selbstversorgung bei, sondern dort habe ich eben auch dann noch ein demografisches Problem zusätzlich. Aber eben, das ist eben einfach nochmal so ein Punkt, den ich machen wollte. Und dass es eben auch nicht darum, also mir nicht darum geht, sozusagen groß oder klein in Gut und Böse zu unterteilen, sondern alle Betriebsformen haben dann ihre Vor- und Nachteile. Gut, vielen Dank. Super, vielen Dank dir, Sebastian. Bei mir würde jetzt Bettina die Nächste sein, die das Wort bekommt. Wenn kein anderer oder keine andere sich aufdrängt, Bettina, bitte, dein Abschlussstatement oder dein Schlussfolgerung. Ja, danke schön. Ich wollte noch mal kurz reagieren auf etwas, was Olga in Reaktion wiederum auf meine Aussage gemacht hat, damit das noch mal deutlich wird. Und ich danke auch für die noch mal die Zuspitzung. Was ich gemeint habe mit der Frage des Preises, dass der sinkende Preis nicht per se ein Problem ist. Die primäre Aussage bezog sich eigentlich, ehrlich gesagt, auf die osteuropäische Debatte, sag ich mal. Und während ich das herleitete, dachte ich bei mir selber, dass das eben ein komplexes Thema ist, dass ich das nämlich genau in der jetzigen Situation nicht sagen würde gegenüber der Ukraine, im Sinne von, ach, die niedrigen Preise sind da ja auch gut für die Verbraucher. Das gilt auch, aber wahrscheinlich ist das gerade gar nicht das große Problem, auch nicht für die Verbraucher in der Ukraine, sondern Marktzugang, Supermärkte, alle diese Dinge, die Sie ja auch erwähnt haben. Für die Ukraine tatsächlich ist im Moment das Entscheidende der gute Absatzweg und auch der hohe Preis, beziehungsweise dann
rückgerechnet die Einkommen und die stabilen Einkommen nicht nur auf Staatsebene, sondern für die einzelnen Erzeuger. Also mein Punkt galt eher nach der Methode, auch hier in der EU gilt, aber für die meisten Länder in den meisten Situationen auch, dass ein Preis hat eben in der Bewertung immer die Sichtweise einmal aus Erzeugersicht und einmal aus Verbrauchersicht. Das ist eben so. Und was für den einen gut ist, ist für den anderen nicht gut. Entscheidend ist eher eine klare Perspektive und auch eine gute und sichere Prognose, um sich darauf einzustellen, gewissermaßen. Das wollte ich nur noch mal geklärt haben. Genau gegenüber der Ukraine würde ich sagen, das sind jetzt entscheidend die höheren Preise. Und dann war eine Frage auch noch mal bezogen auf die Tabellen. Ich hatte noch mal die Datenquellen auch in die Fragerunde gegeben. So nach die Frage war nach der Methode, Polen importiert ganz viel, okay, aber es exportiert ja auch ganz viel. Wo ist eigentlich dann das Problem? Und ein bisschen wollte ich darauf ja hinaus, eben das nochmal relativieren, dass wir tatsächlich gerade starke Importströme sehen. Nochmal, das ist das politische Ziel, was wir ja auch hatten. Also prima, die Solidaritätskorridore funktionieren. Und Polen exportiert eben auch. Es kann trotzdem bedeuten, dass es in Osteuropa sehr nah an der Grenze lokal zu einem Preisdruck kommt. Möglicherweise. Man muss es sich sehr genau angucken in den lokalen Regionen und man muss sich auch sehr genau angucken, warum das eigentlich der Fall ist. Also das nochmal zur Erklärung von den Daten. Mir fiel noch zum organischen Landbau ein. Ich weiß gar nicht, ob das ein guter Ansatz wäre, aber ich kenne das aus vielen anderen Ländern oder so vielen eben auch nicht. Und möglicherweise wäre das was Spannendes zwischen der EU und der Ukraine. Und das sind die sogenannten Äquivalenzabkommen für organische Produkte. Und die bedeuten quasi ein kleines Handelsabkommen für das Segment organische Produkte nach der Methode Trade Facilitation. Man akzeptiert wechselseitig die Governance- und Kontrollstruktur. Auch das ist eine Handelserleichterung. Man muss das nicht immer im Einzelnen prüfen. Und die EU hat das normalerweise mit sehr großen Handelsakteuren, Kanada, USA zum Beispiel, aber auch mit Tunesien. Da habe ich das ein bisschen begleitet. Und das Spannende daran ist, einerseits ist es eine Handelserleichterung und zweitens ist es ein schöner bilateraler Austausch über Governance-Strukturen, über ein Kontrollsystem, über den Aufbau von bestimmten Systemen. Das kann auch prinzipiell wiederum einen Beitrag leisten, dann im Zuge gewissermaßen der Beitrittsvorbereitung. Und es gibt so eins nicht. Ich habe gerade noch geguckt, hätte ja sein können, auch schon vor dem Krieg. Vielleicht wäre das perspektivisch auch mal eine Idee. Das geht dann vor allem um den Exportbereich. Also man kann sich das auch anschauen. Auf der EU-Seite gibt es die Beispiele für die anderen bilateralen Äquivalenzabkommen. Also ein kleines Handelsabkommen nur für den organischen Sektor. Dankeschön. Martin, du direkt dazu. Wie ist deine Einschätzung? Vielleicht auch noch ein paar von den anderen Punkten kommentieren. Ja, da ich ja diese Regelung für den ökologischen Landbau 3 Jahre lang verhandelt habe, sollte man nicht jetzt Sonderregelungen einführen. Ich denke, es ist auch machbar, so groß unterschiedlich ist ja das nicht von den klimatischen Strukturen und überhaupt, dass man auch die europäischen Regeln übernehmen kann. Also ich sehe da eigentlich gar keine Schwierigkeiten, dass auch ukrainische Betriebe nach den europäischen Regeln auch gleich arbeiten können. Warum nochmal dann sozusagen nochmal eine Sonderrolle? Und deshalb denke ich, es gibt einen Markt in Europa. Was wir sehen müssen, ist ja natürlich auch, dass wir nicht nur sagen, nicht immer nur für den Export, sondern in der Ukraine, wenn mal wieder normale, in Anführungszeichen, normale Zeiten da sind, wäre es ja auch wichtig, einen ukrainischen Markt zu entwickeln. Was mir halt so ein bisschen Sorgen macht, sage ich ganz ehrlich, die Debatte, Sebastian, wenn du die verfolgt hast gestern im Agrarausschuss, da kommen schon so Untertöne, so ein bisschen kritisch, können wir uns das eigentlich leisten, die Ukraine aufzunehmen und müssen wir da nicht jetzt sozusagen wieder mal so machen und mal warten, wie es wird. Wir sehen ja im Grunde genommen, und deshalb werbe ich doch mal ganz inständig dafür, dass wir die Ukraine aufnehmen, weil wenn wir es schon aufgenommen hätten, genau wie in die NATO, wäre dieser schreckliche Krieg nie passiert. Da bin ich felsenfest von überzeugt. Und wir können jetzt nicht auf Dauer sagen, das ist so jetzt ein Pufferstaat oder irgendwie, das müssen wir auch unseren Bauern erklären. Das geht nicht.
Ja, das Beste wäre, wenn man sozusagen tatsächlich die Ukraine fest in die westliche Gemeinschaft und fest in die Europäische Union aufnehmen und dann nicht nochmal jetzt drüber reden, macht es denn Sinn oder nicht. Das muss ein erklärtes Ziel der Europäischen Union sein, aber dann muss man auch daran arbeiten, ab dem Tage sich darauf vorzubereiten, nicht auf irgendwann, wir haben ja wirklich auch Beitrittskandidaten im Balkan, die warten da schon seit 30 Jahren drauf. Ja? Jola kann dazu was sagen. Und das darf auf keinen Fall passieren. Da müssen wir zügig dran arbeiten. Und das müssen wir auch mitdenken, um das auch nochmal klar zu sagen, wenn wir über die nächste GAP reden und nicht wieder über die alten Strukturen, wer kriegt wo, wie viel Geld und wieder so in dem alten Schema weitermachen. Weil das Gefährlichste ist sozusagen bei der GAP ist immer, wer kriegt das Geld jetzt wieder und wer muss Abstriche machen. Und die Agrarminister sind immer froh, wenn es alles so bleibt. Hauptsache die Geldmengen ändern sich nicht. Da muss man endlich von wegkommen. Was auch, glaube ich, und das geht dann eigentlich, wie gesagt, in die Ukraine, was wir nicht und wo wir ganz wirklich auch darauf hoffen müssen, ist, dass sozusagen die Investitionen in die Landwirtschaft und in Land, dass das im Land bleibt und dass er nicht, war ja auch erstaunt, dass ich höre, der größte Betrieb hat seinen Sitz in Luxemburg. Das wäre sehr schädlich, wenn das so weitergeht, ja. Sondern da muss wirklich darauf geachtet werden, dass die Strukturen in der Ukraine in verträglichem Maß sozusagen ukrainisch bleiben und nicht jetzt das Feld werden für alle internationalen Investoren, um sich da festzusetzen. Da muss, glaube ich, die Ukraine mit ihrer Gesetzgebung auch für sorgen, sonst haben wir ein Akzeptanzproblem, das muss man ganz klar sagen. Worüber wir gar nicht geredet haben, das wäre dann so der Anlass für die nächste Runde, Tierhaltung in der Ukraine. Ich glaube, das ist auch spannend. Wir reden immer nur über die Produktion von Getreide. Es gibt natürlich auch wahnsinnige Potenziale in der Tierhaltung in der Ukraine und das ist ja auch nicht unspannend, wie sich das entwickelt. Wir wissen alle, dass es da auch gefährliche Tendenzen gab. Wir haben unsere Käfige in Europa abgeschafft und haben die Käfige dann in die Ukraine verkauft und anschließend wieder die Produkte importiert. Das darf auf keinen Fall wieder passieren. Und ich denke, das ist eine Aufgabe, die wir uns auch das nächste Mal stellen müssen, darüber zu reden. Ich kann nur sagen, spannende Diskussion, viele Einblicke auch sozusagen in die Strukturen und die Diskussionen müssen weitergehen. Und ich hoffe, wir haben damit heute einen Auftakt gemacht. Es soll nicht und wird nicht absolut nicht das letzte Gespräch darüber sein. Wir müssen die Diskussion am Laufen halten. Wenn die Kommission es nicht macht, müssen es andere machen. Und ich glaube, wir sind bereit dazu. Super. Und vor allen Dingen dein Statement für die Aufnahme der Ukraine. So viel Leidenschaft hätte ich da ja gar nicht erwartet. Das hat mich sehr gefreut, dass wir da dich an unserer Seite wissen. Dazu wird Olga sicherlich auch jubilieren. Aber Olga, es gab noch ein paar andere Fragen. Wollen Sie die mit beantworten? Ja, also sehr, sehr kurz, da wir schon hier bei der Zeit überzogen haben. Also erstens auch danke an Herrn Häuslinger für diese Position, was die Ukraine einer Mann geht. Weil, also ich muss sagen, in der Ukraine gibt es jetzt auch also sehr viele Diskussionen. Brauchen wir überhaupt die EU? Die EU zeigt sich jetzt nicht besonders stark scheinbar. Also übrigens bei dieser Situation auch, was uns in der Ukraine gefällt hat, von Anfang an, bei dieser Entscheidung von Polen, Rumänien oder auch Ungarn, dass die EU-Kommission so zögerlich und unentschieden, also irgendwie, also man hörte gar nichts, tagelang. Ja, also keine Position, keine, überhaupt also nichts, ja, also Richtung Ukraine auch, als wäre keine Europäische Union überhaupt da im Prinzip, ja, das war schon wirklich so eine harte Probe. Was die GMOs angeht, Ukraine offiziell bis heute bleibt GMO frei, also offiziell, betone ich. Aber gerade jetzt, wir haben also vor kurzem auch mit Stefan darüber diskutiert. Also jetzt gerade in Pipeline gibt es einen Gesetzentwurf in Verkhovna Rada, also im ukrainischen Parlament, was die GMO-Regulierung in der Ukraine angeht. Ich war von ein paar ukrainischen, also für Agrar Verbände gebeten, diese Prozess so ein bisschen
ein bisschen abzubremsen, weil Gesetzentwurf sehr schnell vorbereitet wurde und da gibt es also sehr viele Kontroversen, die uns die Schwierigkeiten unter anderem im Handel mit der Europäischen Union bringen werden. Daher, also ich muss sagen, also die Meinung, was GMO angeht, also in der Ukraine, ja, also ziemlich verschiedene also Meinungen haben wir dazu, also was in Gesellschaft, aber auch also bei den Produzenten. Und deshalb also diese Situation oder diese Diskussion ist auch nicht einfach, muss ich sagen, also in der Ukraine. Manche sagen, wir müssen also GMO-frei bleiben und eh dann Organic Bio produzieren und ohne GMO, damit wir also dann frei in die EU zum Beispiel auch exportieren. Andere sagen, ja, warum also für kein GMO, wenn es uns so ein bisschen effektiver sein hilft und so weiter. Aber wie gesagt, also Diskussion ist on the way, also der Gesetzentwurf jetzt in der Arbeit und wir werden sehen, also wie das jetzt angepasst sein wird und so weiter. Ja, Alexander Anton fragte hier, also sehr kurze Frage war, grob Struktur der derzeitigen ukrainischen Agrarpolitik. Ich weiß nicht, was genau gemeint wird, also zu den Struktur der Agrarpolitik, aber wenn es um die staatliche Hilfen angeht, also da kann man überhaupt natürlich nicht vergleichen mit die, also EU sozusagen. Ja? Also im besten Jahren hatten wir maximal rund um die 50 Millionen Euro, ja, also insgesamt für, ja, also irgendwelchen Programme, Entwicklungsprogramme für die Agrarwirtschaft in der Ukraine. Unter anderem zum Beispiel haben wir versucht, vor dem Krieg Verarbeitungsindustrie zu kurbeln oder Kooperation, auch ein großes Thema in der Ukraine, wie Kleinstbetriebe miteinander kooperieren können und wie Staat das natürlich auch fördern kann. Jetzt im Krieg, ich sage ehrlich, natürlich also Staat hat also fast kein Geld und deshalb am meisten sind diese Programme von internationalen Donors oder Partnerprogramme, irgendwelche von USAID, von Europäischer Kommission übrigens viel und von Deutschland kommt auch manches GEZ und unsere Projekte auch helfen mit, also da gibt es also Grants und so weiter, also also wirklich jetzt wird viel geholfen im Prinzip, also muss ich sagen, übrigens vor allem natürlich also kleinen und kleinsten Betrieben. Was zu kurzzeitigen wieder Herausforderungen, wenn wir also über die sprechen, also jetzt, da gab es also dieses Schlüsselwort Logistik und Infrastruktur. Und das habe ich auch, also übrigens finde ich erstaunlich, dass auf der europäischen Ebene, ich weiß nicht warum, aber zu wenig darüber gesprochen wird, weil Deutsche Bahn vor fast einem Jahr gleich sagte, also wir haben nicht genug einfach Kapazitäten, um diese Getreide, Ölsaaten, was auch immer, was aus der Ukraine kommen wird. Wir haben nicht genug Kapazitäten, das durchzubringen irgendwo. Und im Hafen übrigens auch, Hafen in Konstanza müssen ausgebaut werden. Europäische Kommission sagte, ja, klar, wir geben dazu Finanzierung, aber dann dauert es ewig. Ja? Und deshalb fangen übrigens also rumänische Bauern da zu protestieren. Ja? Ganz am Anfang, noch im Sommer letztes Jahres. Und deshalb, also diese, also das ist ein großes Thema auch bei die EU-Beitritt der Ukraine sein wird, ich bin mir sicher. Und überhaupt also diese Ausbau der Infrastruktur, Logistik, auch also diese Border Infrastructure zwischen Ukraine und Polen. Was zwischen Polen und Deutschland derzeit passierte, wird auch also zwischen unseren beiden also Staaten passieren. Und das muss jetzt schon anfangen. Also wenn wir sehen, also dass das ein so Bottleneck ist, dann natürlich also muss man das machen. Und ja, noch ein Wort vielleicht zur Struktur. Absolut richtig finde ich, also was Professor Lackner gesagt hat, also ukrainische Stärke liegt an unserer differenzierten Struktur der Produktion. Jede diese Betriebsart hat ihre eigene Stärke und spielt ihre eigene Rolle. Das Einzige ist, was bei uns in der Ukraine vielleicht also, naja, ein bisschen kurz sozusagen fällt, das ist die passende Agrarpolitik, staatliche Politik, die das richtig reguliert, damit alle in gleichen also Marktbedingungen sich befinden, keine sozusagen große Vorteile haben oder gleiche Entwicklungschancen haben. Ansonsten denke ich, also wir müssen auch eventuell daran arbeiten, auch im Prozess der EU-Integration. Danke. Perfekt.
Punktlandung. Stefan, noch irgendein Kommentar von deiner Seite zu einem der vorherigen? Ja, ich denke, nur eine ganz kurz. Ich finde es wirklich fantastisch, dass wir heute so in die Diskussion kommen und was Herr Meusling sagt, ich glaube, das ist ein sehr guter Auftakt, um daran weiterzuarbeiten. Ganz kurz zum GMO-Gesetz. Ich denke, man muss da jetzt im Augenblick sehr vorsichtig sein, was Olga auch gesagt hat. Und nach unseren Informationen scheint es so zu sein, dass man eventuell für GMO-Soja das öffnen will in der Ukraine. Es gibt da verschiedene Gespräche, was wir hören, um dazu sensibilisieren. Aber ich möchte nur noch zuletzt eben auf diesen Punkt hinweisen. Ich glaube, da muss man jetzt sehr aufpassen, auch von Seiten der Ukraine, dass man sich da nicht die Türen verschließt gegenüber der EU. Ja, das wäre auf jeden Fall zu diesem Zeitpunkt kein besonders geschicktes Signal, wenn wir das mal so in den Raum stellen, wenn es denn wirklich auf eine ernsthafte Beitrittsverhandlung hinauslaufen soll. Ich glaube, wir haben viel angesprochen. Einfach noch mal ganz kurz, um das zusammenzufassen. Für uns ist die Ukraine ganz besonders wichtig und vor allen Dingen die ukrainische Agrarpolitik wichtig, weil der Agrarsektor einen Großteil der Einnahmen, die die Ukraine im Moment überhaupt noch auf dem Markt machen kann, durch ihre Getreideexporte generieren kann. Diese Unterstützungsleistung ist vor allen Dingen nicht von den Ländern und von den Mitgliedstaaten in Frage zu stellen, die sonst bei der Unterstützung der Ukraine doch immer sehr lautstark mit dabei sind und auch von anderen fordern, dass man Opfer zu bringen habe, was wir uns gerne annehmen sollten. Aber dann, wenn es jetzt bei dem Thema auch darum geht, dass man sich vielleicht selbst verspekuliert hat, dann ist es vielleicht wichtig, nicht gegen die Ukraine zu schießen, sondern vielleicht eher zu schauen, wie man selbst auch innenpolitisch oder handelspolitisch da die Probleme beseitigen kann. Was ich sehr spannend fand, war auch nochmal den Hinweis, dass der Green Deal auch in der Agrarpolitik in der Ukraine fast eine größere Rolle spielt als bei uns oder auf jeden Fall, dass bislang hier überhaupt noch nicht so angekommen ist. Ich finde, auch das können wir nutzen. Da gibt es sicherlich auch eine Menge NGOs, da gibt es sicherlich auch eine Menge Akteure, wo wir uns nochmal besser vernetzen können. Dann auch der Hinweis, was einige gesagt hatten, es ging ja nicht darum, dass wir Kleinstbetriebe hochziehen, sondern dass wir Kleinstbetrieben eine politische Stimme geben wollen im Zuge der Beitrittsverhandlungen, dass wir die nicht vergessen. Es geht nicht darum, die quasi zu gewichten, sind die wichtiger, unwichtiger oder was auch immer, aber dass man das halt nicht vergisst. Ich glaube, was Bettina sagte, dass der Grain Deal bislang der Ukraine sehr geholfen hat, sollte uns ermuntern, auf der internationalen Ebene auf die Türkei einzuwirken, auf die UN einzuwirken, dass dieser Grain Deal über den 15. Mai hinaus unbedingt verlängert werden muss und dass Russland dieses Spiel, was es sich im Moment erlaubt, dass sie einfach alles herauszögern, dass die Inspektionen in Istanbul nicht laufen, dass sie damit durchkommt, dass aber auch kein Druck gemacht wird, dass es keine Sanktionen gibt und, ja, dass sie uns im Grunde wieder erpressen mit der Welternährungslage, dass das nicht akzeptabel ist und dass das auch in die Medien gehört und dass wir da die Ukraine stärker unterstützen müssen, weil das immer noch die günstigste Möglichkeit ist, auf dem Seewege ihr Getreide ganz normal zu exportieren. Und wie gesagt, wir haben alle zusammen ein großes Interesse daran, dass die Lager frei sind, dass jetzt Geld reinkommt und dass sie auch wieder in die Aussaat gehen können, wenn es denn noch nicht erfolgt ist. Schwer genug wird es ohnehin. Ich freue mich, dass diese Veranstaltung stattgefunden hat. Sie musste einmal verschoben werden, das heißt aber bei uns nicht aufgehoben. Wir haben unser Wort gehalten. Ich freue mich über die aktive Teilnahme von vielen Fragenden und ich sehe das genauso wie Martin und viele andere. Es war ein guter Auftakt. Wir werden die Debatte fortsetzen und vielleicht dann auch nochmal in der Ukraine vor Ort nochmal Teilnehmerinnen suchen, die selbst auch in der praktischen Landwirtschaft unterwegs sind. Vielen Dank an alle, die dabei waren. Vielen Dank, Martin, an deine Initiative und ich würde sagen, schönen Abend noch, auf bald. Tschüss aus Brüssel. Danke. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss, schönen Abend.